Einen wunderschönen guten Nachmittag. Willkommen zum Energy Briefing Event 2022 des PSI. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind und ganz herzlich willkommen auch die lieben Gäste, die uns online zugeschaltet sind im Livestream. Ein großes Dankeschön auch allen, die es nicht hierher geschafft haben, aber remote zumindest mit dabei sind. Wir haben einen spannenden Nachmittag vor uns und eine kleine Programmabweichung aufgrund der Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit. Wir würden zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr anstatt dem intensiven Q&A einen kurzen Biobreak einlegen, wo Sie Wasser auftanken können und, dass wir dann bereit sind und gestärkt sind für die Podiumsdiskussion, die dann gleich im Anschluss folgt. Das ist, denke ich, im Interesse aller. Wenn Sie Fragen haben hier im Saal, dann haben wir zwei Handmikrofone da, das natürlich alles auch im Livestream übertragen wird. Sie dürfen dann gerne einfach zu den jeweiligen Zeiten Ihre Hand heben. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, haben Sie nach den einzelnen Referaten und natürlich auch im Podium. Wir möchten gerne, dass heute Nachmittag zum Thema Net Zero ein Dialog entsteht, dass wir uns vor allen Dingen auseinandersetzen können mit den verschiedenen Zielgruppen, mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft und mit der Zivilgesellschaft und vielleicht, und das erhoffen wir uns, sogar die Next Steps definieren können. Wie kommen wir denn von heute an in diesem Themenbereich weiter? Dafür haben wir spannende Referentinnen und Referenten eingeladen und danken Ihnen natürlich auch, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich möchte gerne nun mit einem herzlichen Applaus für die offizielle Begrüßung hier vorne bei mir willkommen heißen. Thomas Schmidt, bitteschön. Ja, einen schönen Nachmittag alle zusammen. Im Namen vom Paul-Scherrer-Institut möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, sowohl online als auch in Präsenz hier. Und ich hoffe natürlich, dass wir einen wirklich sehr, sehr guten Austausch heute Nachmittag haben, dass jeder von uns auch was mitnehmen kann aus dieser Veranstaltung und dass ich potenziell auch danach weitere Kontakte zwischen den Teilnehmern intensivieren oder gar neue knüpfen können. Also wir sehen das Ganze auch nicht nur als Informationsevent oder als Event zum Thema Net Zero, sondern auch als Event, damit wir uns alle gegenseitig, die an dem Thema interessiert sind, kennenlernen und eben auch potenziell gemeinsam an diesem Ziel Net Zero in der Zukunft arbeiten können und es gemeinsam angehen können. Ich möchte gar nicht arg viel Worte verlieren hier zum Anfang. Ich möchte eigentlich den inhaltlichen Teil auch den drei Rednern, die wir nachher haben, überlassen, die Stefan Lendi dann auch im Detail vorstellen wird. Ich möchte nur eines sagen, und zwar die Frage der Kosten der Energy Transition zu Net Zero bis ins Jahr 2050. Ohne groß ins Detail zu gehen, das PSI hat letztes Jahr ein paar sehr schöne Modellierungen gemacht innerhalb von einem größeren Konsortium aus den Kompetenzzentren der Energieforschung, die bis Mitte 2021 vom Bund gefördert wurden und haben sich Gedanken darüber gemacht, was kostet es denn, dass wir bis 2050 die Energiestrategie umsetzen und auch nachher Net Zero sind. Und letztendlich aus verschiedenen Modellen und verschiedenen Szenarien, aus dem Net Zero Szenario, das letztendlich rauskam, kam eine Zahl raus. Und zwar Net Zero zwischen 2020 und 2050 über 30 Jahre zusätzliche Investitionen, die im Land getätigt werden müssen, werden uns rund 300 Milliarden Franken kosten. Das klingt jetzt relativ viel, aber wenn man das ein bisschen in den Kontext setzt, die Schweiz hat 8,6 Millionen Einwohner. 300 Milliarden Franken über 30 Jahre sind 10 Milliarden pro Jahr. Das sind knapp 1200 Franken pro Jahr und Einwohner. Und 3,20 Franken pro Einwohner und Tag. Und in Zürich kosten Cappuccino 5 Franken. Das heißt, es klingt gar nicht mal so viel, wenn man das ein bisschen von der anderen Perspektive betrachtet und die Zahl in den Kontext bringt. Jetzt wissen wir alle,
jeden Tag ein Cappuccino in Zürich kann sich potenziell nicht jeder Bewohner dieses Landes leisten. Das heißt, wir müssen tatsächlich trotzdem noch die Kosten nach unten bringen. Aber es ist ein guter Startpunkt. Und die Frage, wie kann man die Kosten weiterhin nach unten bringen, bedeutet, wir müssen weiterhin auch investieren in weitere Entwicklungsarbeiten, sowohl in der Industrie als auch im akademischen Bereich, und brauchen vor allem den Dialog zwischen der Industrie, auch den staatlichen Behörden und dem akademischen Bereich, um genau an den 3,20 Franken pro Kopf und Tag zu arbeiten, um das weiterhin nach unten zu bringen. Und mit dem möchte ich eigentlich das Podium schon hier wieder verlassen. Mit dem, wo jeder sich selber entscheiden kann, ist das jetzt eine hohe Zahl oder ist das eine kleine Zahl. Aber mit dem möchte ich eigentlich das Podium schon wieder verlassen und eigentlich den weiteren Experten, die jetzt zu verschiedenen Themen im Bereich Net Zero aus verschiedenen Perspektiven Stellung nehmen, denen eigentlich die Bühne überlassen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Thomas Schmidt. Ich muss dich doch korrigieren. Es tut mir wahnsinnig leid. Ein Kaffee, ein Cappuccino in Zürich, 5,20 Franken normalerweise. Ja. Latte Macchiato, 7,60 Franken mittlerweile. Die Preise gehen da nach oben. Also ich glaube, die Energiewende können wir uns in Zürich je länger je mehr leisten, auf jeden Fall. Wir gehen weiter zu unserem ersten Referenten. Zeitenwende in der Energie- und Klimapolitik. Sie sehen dahinter ein Fragezeichen. Kommt es zu einer Zeitenwende? Steht uns eine Zeitenwende bevor? Was müssen wir tun, um diese Zeitenwende herbeizuführen? Das hören wir jetzt. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich den stellvertretenden Direktor des Bundesamts für Energie, Pascal Prividoli. Bitte schön. Gut, besten Dank für die Einladung zu diesem spannenden langfristigen Thema. Zeitenwende ist eher jetzt mal kurzfristig motiviert. Ich habe es bewusst auch als Fragezeichen formuliert. Sie wissen, die Ereignisse der letzten Wochen, Monate sind enorm. Angefangen mit Corona, das langsam vorbeigeht oder noch nicht vorbei ist. Die hohen Energiepreise, die nochmals gestiegen sind beim Start des Krieges Russland-Ukraine. Sie haben die Auswirkungen des Klimawandels, das man doch langsam meint zu spüren. Und wir haben das Abkommen mit der EU, das nicht weiter verfolgt wird. Und damit auch kein Stromabkommen, kein Energieabkommen. Und das stellt uns natürlich tatsächlich vor eine neue Ausgangslage, die wir bei unserer täglichen Arbeit natürlich berücksichtigen müssen. Next. Ja, wir haben eine angespannte Versorgungslage. Wir hatten bereits 2021 steigende Energiepreise aufgrund des Verlassens der Corona-Lockdowns. Wir hatten dann bei der Zunahme der Spannungen Russland-Ukraine weitere Preispeaks, und wir hatten dann große Preispeaks beim Start am 24. Februar des Angriffskriegs der Russland gegen Ukraine. Und das zieht sich so weiter. Wir haben seitdem sehr volatile Preise, sehr hohe Preise. Ab und zu gibt es auch mal kurzfristig, dass es in die andere Richtung geht. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Preiskurven, die wir hier so sehen, werden uns noch einen Moment begleiten und sicherlich auch zu neuen Beurteilungen bezüglich Energieversorgung führen. Strompreise, auch dort natürlich mit den hohen Kohlepreisen, hohe Gaspreise, hohe CO2-Preise, auch dort sehr hohe Strompreise, insbesondere auch noch kombiniert mit dem beschränkten Einsatz der französischen Kernkraft, die auch auf Weiteres noch nicht voll in Betrieb sein wird, dort eine große Unbekannte. Und ja, jeder von uns merkt diese Preise täglich bei der Zapfsäule.
beim Heizen mit Gas, bei Strom, wenn Sie ein freier Kunde sind, bei der Rechnung, die Sie zahlen, die fixen oder die gebundenen Kunden werden es nächstes Jahr merken, wenn die hohen Energiepreise in die Energietarife der EVUs eingebunden werden. Die EU hat Maßnahmen erarbeitet. Die Sanktionen auch im Energiebereich, die haben Wirkung, nicht nur hoffentlich Wirkung auf die russische Seite, sondern natürlich auf unsere Wirtschaft, auf unsere Energieversorgung. Kohle sind wir nicht direkt betroffen, etwas betroffen über den Einfluss auf die Strompreise, dann Teilsanktionen auf Rohöl und bestimmte Erdölprodukte ab 23 werden uns voraussichtlich nicht direkt betreffen, indem dass es knapp wird bei uns, aber die Preise werden sicherlich hoch bleiben auf dem Weltmarkt für Öl und Ölprodukte und das werden wir natürlich direkt spüren. Im Gasbereich, ja, auch dort, Sie wissen, gewisse Länder werden nicht mehr versorgt mit russischem Gas, weil sie nicht in Rubel zahlen. Gegenüber Deutschland politisch motiviert wurde die Nord Stream 1 die Kapazität massiv reduziert. Im Moment fließen 40% seit ein paar Tagen. Wie viel das im Sommer sein wird oder nächsten Winter, das ist alles ein Fragezeichen, wo wir nicht wissen. Und Sie wissen auch, dass das russische Gas einen großen Anteil hat an der Gasversorgung in Europa. Die EU hat daher recht früh gesagt, wir müssen die Speicher füllen. Es wurde das Ziel definiert, 80% der Gasspeicher müssten gefüllt sein, also zu 80% in allen EU-Ländern. Und auch Länder, die keine eigenen Gasspeicher haben, müssen 15% des eigenen Konsums in ausländischen Speichern physisch einspeichern, um dort möglichst gewappnet sein für den Winter. Daneben ganz ein wichtiges Programm, das die EU beschlossen hat oder noch letzte Details klärt, ist das Repower EU. Dort geht es darum, die Transformation zu beschleunigen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und möglichst rasch weg von russischen fossilen Energien. Die drei Säulen des Pakets ist wirklich die Effizienz in allen Bereichen massiv zu erhöhen, mit auch entsprechender Unterstützung. Es geht dann auch darum, die Diversifizierung der Energieversorgung, also wenn fossil, dann nicht russisch, etwas salopp gesagt. Und dann eben ein großer Ausbau erneuerbarer Energien, der stark beschleunigt werden soll. Auch bei uns laufen natürlich die Arbeiten auf Hochtouren. Der Bundesrat hat rasch eine Taskforce eingesetzt auf Verwaltungsebene, die sich permanent trifft und die Lage beurteilt, überlegt, welche Maßnahmen dass man ergreifen muss. Ist im ständigen Dialog auch mit den verschiedenen Branchen. Daneben gibt es auch den Steuerungsausschuss unter der Leitung von Bundesrätin Sommaruga und Bundesrat Parmelin, die sich auch periodisch mit der Energiebranche treffen und den Kantonen und eine Lagebeurteilung machen, Handlungsbedarf ableiten und dann auch daraus Aufträge in die Verwaltung geben. Das Thema ist natürlich kurzfristig die Versorgungssicherheit zu erhöhen, zu stabilisieren. Ein wichtiges Element ist diese Wasserkraftreserve. Die wurde bereits vor dem Krieg Russland-Ukraine entschieden, dass man die vorzieht. Es ist eine Art Pflichtlager, wo man sicherstellen will, dass Ende Winter noch Wasser in den Stauseen ist, um im Fall, dass es notwendig wird, dass man noch turbinieren kann. Das wird nun auf diesen Winter in Kraft gesetzt und soll bereits einen Beitrag leisten. Dann für den Strombereich noch zu erwähnen, ist das dringliche Gesetz über diesen Rettungsschirm für die Strombranche, für systemrelevante Unternehmungen. Wir haben gesehen, dass aufgrund der
plötzlich einen sprungartig hohen Liquiditätsanforderungen es nicht immer sichergestellt ist, dass diese Unternehmungen, die systemrelevant sind, die Gelder oder die Liquidität selber bereitstellen kann und damit nicht ein Dominoeffekt geschieht in Europa oder auch selbst in der Schweiz, hat der Bundesrat gesagt, will der Bund in der Lage sein, mit Darlehen in einem solchen Fall innerhalb 48 Stunden diese Unternehmen zu unterstützen mit Darlehen. Es ist bewusst ein unattraktives Modell. Es soll ja wirklich nur für den Notfall zum Zuge kommen, nur wirklich subsidiär. Dann Gasversorgung, auch dort große Befürchtung, wie der Winter 2023 aussieht. Dort hat eigentlich auch auf Initiative der Gasbranche wurde eine Taskforce eingesetzt und vom Bundesrat beauftragt, Maßnahmen zu erarbeiten. Und dort geht es wirklich auch darum, physisch Speicher zu befüllen. Wir haben keine eigenen Speicher in der Schweiz, darum werden im normalen Beschaffungsprozess mindestens 15% des Gases, des Gasverbrauchs in ausländischen Speichern befüllt. Das ist ein wichtiges Element. Das zweite sind der Kauf von zusätzlichen Optionen für den Kauf von Gas, auch im Umfang von 15%, die dann als Reserve dienen für den Fall, dass die Märkte kein Gas mehr hergeben, dass man diese dann abrufen kann, und zwar nicht nur die Gasbranche selber, sondern auch Drittlieferanten. Das Konzept ist Beschaffungskonzept ist so vom Bundesrat bereits genehmigt. Die Bewirtschaftung wird nächstens vom Bundesrat voraussichtlich zur Kenntnis genommen, damit auch hier bereits die Branche sich vorbereiten kann, die Organisation aufgestellt werden kann und auch die Finanzierung und die Abrechnung dieser Reserven auch geklärt werden kann. Dann, ja, die Schweiz hat vieles in der Hand, aber nicht alles. Darum sind die Solidaritätsabkommen auch ein Thema, also Stichwort Energieaußenpolitik. Da sind wir vor allem mit Deutschland im Moment am Verhandeln, um nach Möglichkeit, wenn es wirklich eng wird im Gas, dass wir nach wie vor versorgt werden, im gleichen Umfang wie Deutschland. Weitere Abkommen sind sicherlich in Prüfung. Was wir auch versuchen dort zu klären, ist der Zugang auf das Speichergas, das physisch eingespeichert wurde, damit man dort auch noch etwas mehr Rechtssicherheit hat. Und daneben laufen sehr viele Arbeiten im Bereich Gas, aber auch Strom und Öl im Sinne schon Vorbereitungsmaßnahmen für allfällige Bewirtschaftungsmaßnahmen, um im Winter dann allenfalls bereit zu sein. Sei es Sensibilisierungskampagnen, Sparappelle oder dann eben auch wirklich härtere Maßnahmen wie Kontingentierung, Umschaltung, Zweistoffkunden. Ja, das ist kurzfristig, befasst uns sehr stark und wir dürfen den langfristigen Blick natürlich dabei nicht verlieren. Ich glaube aber, was man sagen kann, ist, Versorgungssicherheit und Klimaschutz werden zukünftig noch vermehrt gemeinsam betrachtet werden müssen. Das ist sicherlich so der kleine Spickel, der dort wegbricht, dass man dort die Versorgungssicherheit etwas auf die Überholspur schiebt, um dort wirklich das entsprechende Gewicht zu geben. Hier sehen Sie das Zielbild Netto Null der Energieperspektiven. Die Energieperspektiven zeigen, Netto Null ist machbar. Man muss aber früh starten, um es zu erreichen. Es sind große Anstrengungen, es ist auch nicht gratis. Und was man in diesem Bild schön sieht, es braucht von allem etwas oder von allem viel, je nachdem, wie man es anschauen will. Es gibt nicht eine Technologie, einen Energieträger, eine Maßnahme, die uns alle Probleme löst, sondern wir müssen in ganz vielen Bereichen müssen wir vorwärts machen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, die Energieperspektiven wurden 2018 gestartet mit dem Blick auf die Energiezukunft
aus 2018, 2019. Dort hat man so die Welt definiert, wie es etwa sein müsste. Und dort hat es natürlich verschiedene Dinge, die dort natürlich nicht berücksichtigt sind. Also, wie gesagt, Corona ist natürlich nicht, war nicht ein Thema. Der Krieg mit der Ukraine ist kein Thema. Das Scheitern des Abkommens mit der EU war auch kein Thema, und das hat natürlich alles Einfluss auf die Energiezukunft. Und das muss man jetzt natürlich auch mitdenken. Daneben hat man auch gesehen, dass gewisse Elemente sich schon jetzt in dieser kurzen Zeit ganz anders entwickelt haben, beispielsweise die Elektromobilität. Die hat sich massiv beschleunigt gegenüber dem, was wir in der Energieperspektiven angenommen hatten. Und man sieht einfach, ja, es gibt, die großen Linien sind noch nach wie vor richtig von den Energieperspektiven. In einzelnen Bereichen ist sicherlich Handlungsbedarf da. Ich denke, aufgrund der Entwicklung, die wir sehen, auch die kurzfristigen, ist sicherlich der Druck und vielleicht auch die, und hoffentlich auch die Bereitschaft, rascher voranzugehen beim Ausbau erneuerbarer Energien, dort auch Kompromisse zu finden, rascher von den fossilen Energien wegzugehen, rascher auch die Energieeffizienz in allen Bereichen zu fördern, ist, denke ich, gestiegen und ist auch zwingend notwendig. Bei den Energieperspektiven Netto Null, eben wie gesagt, es ist machbar. Die Ziele können erreicht werden mit heute bekannten Technologien oder Technologien, die in der Entwicklung stecken. Rund 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente werden aber übrig bleiben, also aus der Landwirtschaft, aus industriellen Prozessen, aus der Kehrichtverwertung. Und diese müssen wir natürlich für Netto Null aus der Umwelt entfernen und lagern. Und daher werden CCS und NET-Technologien, also Negativ-Emissionstechnologien, auch in der Schweiz ein wichtiges Element, ein wichtiger Bereich, wo wir sicherlich auch noch Nachholbedarf haben. Und aufgrund der langen Investitionszyklen in all diesen Bereichen ist eigentlich ein rasches Handeln angezeigt. 30 Jahre für Netto Null ist sehr sportlich. Von dem her gilt es, vorwärts zu machen. Was man sagen kann, die fossilen Energien werden praktisch vollständig aus dem System verschwinden. Es wird allenfalls in einzelnen Bereichen wird es noch fossile Energien geben. Insbesondere dort, wo man dann auch CCS machen kann, beispielsweise Zement. Dort, wenn man so große Quellen hat, wird es sich lohnen, dort das CO2 zu binden. Dann Strom, Elektrifizierung ist das große Thema im Bereich Mobilität, im Bereich Wärme. Man wird aber auch die ganzen Wärmenetze und Kältenetze zukünftig auch ausbauen müssen mit ganz unterschiedlichen Wärme- und Kältequellen. Und ich denke auch, strombasierte Energieträger werden langfristig ein Thema werden, also synthetische, flüssige oder gasförmige Brenn- und Treibstoffe, Wasserstoff. Dort gehen wir aber davon aus, dass das vor allem dort eingesetzt wird, wo man nicht kostengünstigere Alternativen hat. Das dürfte insbesondere Schwerverkehr sein, international Flugverkehr, sicherlich auch gewisse Hochtemperaturprozesswärme, die so erstellt werden muss. Und all dieses ist natürlich nur denkbar und möglich, wenn wir im Bereich Zubau erneuerbarer Energien voll Schub geben. Wir werden einen sehr starken Ausbau Photovoltaik haben müssen, aber das reicht natürlich nicht. Wir brauchen genauso einen Ausbau und Stärkung der Wasserkraft, wir brauchen Geothermie, wir brauchen Biomasse und dort braucht es und Wind, weil wir vor allem im Winter die größeren Herausforderungen haben, die wir meistern müssen. Nun überspringe ich schnell die Ziele. Bei der Versorgungssicherheit, Strom, vielleicht
Dort hat der Bundesrat die Vision oder die Maßnahmen definiert. Es gibt vier Säulen, wie man die Stromversorgung sichern will. Eines ist der generelle Zubau erneuerbarer Energien, also je mehr, desto besser, salopp gesagt. Unabhängig, ob es Wind, also Technologien und ob es im Winter oder Sommer ist. Dann, weil wir im Winter vor allem ein Problem haben, ist der Winterzubau extrem wichtig. Das sind diese 2 Terawattstunden, die der Bundesrat sagt, die sollen im Winter sicher abrufbar sein. Im Moment sind das vor allem Speicherkraftwerke, denn die Nebenbedingung ist, es muss noch CO2-neutral sein. Dann gibt es, wie gesagt, 2 Reserve oder Versicherungen. Eines ist die Wasserreserve oder die Energiereserve, das Pflichtlager in den Bergen. Und das zweite ist die Reservekraftwerke, die in Erarbeitung sind mit der ElCom gemeinsam, wo es darum geht, allenfalls Gaspeaker für einzelne Stunden bereitzustellen. Hier natürlich Gaspeaker in der heutigen Zeit gibt es auch zusätzliche Fragen, wie und wo kommt dann das Gas her oder müsste das nicht alles Dual Fuel sein. Dort wird es sicherlich noch verschiedene Fragen zu klären geben. Und vor allem ist es nicht etwas Kurzfristiges, sondern ja, mit allen Bewilligungsverfahren, die dort dahinter stecken und Kantonalgesetzgebungen, 7, 8 Jahre, dürfte eine realistische Größe sein. Aber für diese Stromversorgungssicherheit sind natürlich auch Effizienzmaßnahmen entscheidend. Dort geht es wirklich darum, möglichst alle Effizienzpotenziale zu realisieren. Und natürlich die nächste Vorlage, die auch bereits erarbeitet wurde, nicht nur gut ankam, die man überarbeiten muss, ist sicherlich die Verfahrensbeschleunigung. Wir brauchen die Wasserkraft, die Windenergie, die Biomasse jetzt und nicht erst in 50 Jahren. Von dem her ist dort wirklich auch Handlungsbedarf angesagt. Jetzt den ganzen Klimateil überspringe ich, da ich gesehen habe, dass die Zeit schon vorbei ist. Aber Sie kennen die Pakete, die unterwegs sind mit dem CO2-Gesetz, das kommt mit der Gletscherinitiative, Gegenvorschlag und so, war kürzlich ja recht prominent in den Medien. Ich verzichte darauf, diese hier darzustellen. Sie haben sie aber sicherlich dann in den Folien. Ich komme zum Schluss. Zeitwende. Ja, ich denke, wir müssen die Transition beschleunigen, wir müssen Versorgungssicherheit und Klimaschutz gemeinsam betrachten und vorantreiben. Das heißt für uns ganz klar, wir müssen voll Schub geben bei den erneuerbaren Energien, wir müssen beim Ausstieg aus den fossilen Energien voll Schub geben, wir müssen aber auch CCS und NET-Technologien mitnehmen, um die Ziele zu erreichen. Es ist eine große Herausforderung, die vor uns steht, aber auch das PSI zeigt, es ist machbar. Von dem her lade ich Sie alle ein, gemeinsam den Dialog zu führen und die besten Lösungen, die besten Maßnahmen zu suchen, zu finden, damit wir diese auch möglichst rasch ergreifend umsetzen können. Besten Dank. Pascal Previdoli, ganz herzlichen Dank. Sie sagen es, wir müssen vorwärts machen, wir müssen Gas geben, wir müssen zusammen Gas geben, vorwärts kommen. Sind denn die Prozesse, die wir haben, das System, der Staat, die Konstrukte, wie wir zusammenarbeiten, sind diese Systeme effizient genug oder überfordern wir die Systeme so, wie sie da sind? Also ich denke, es hat Verbesserungs- und Optimierungspotenzial. Ich denke, wir sind ein föderales Land, das ist auch gut so. Es hat viele Vorteile, in gewissen Bereichen lähmt es uns. Ich meine, 26 unterschiedliche Energiegesetze, kann man fragen, ist das immer effizient oder nicht, aber man kann durch das natürlich gewisse Eigenheiten besser abdecken. Aber es gibt schon Prozesse, wo man sagen muss, das können wir uns nicht leisten, die einfach zu lang gehen oder zu viele Details sind oder
gewisse Dinge immer wieder in Frage gestellt werden können. Und da denke ich, dort müssen wir gemeinsam über die Bücher, um dort wirklich die Verfahren zu beschleunigen, zu entschlacken, auch gewisse Vorgaben allenfalls über den Haufen zu werfen. Wir müssen über die Bücher. Ist man schon über die Bücher gegangen oder stellt man erst den Bedarf fest? Wo stehen wir? Nein, ich denke, die Diskussion läuft intensiv. Einerseits die erwähnte Vorlage, Beschleunigungsvorlage, wo man sicherlich noch anreichern muss. Auf der anderen Seite ist auch in den Kommissionen im Parlament ist die Diskussion schon sehr intensiv im Gang, wo müsste man was ändern, damit man insbesondere auch bei der Wasserkraft vorankommt, insbesondere auch beim Wind oder PV-Anlagen großflächig neben den Bauzonen, dass dort etwas geht. Ich möchte Ihnen gerne hier im Saal noch kurz die Gelegenheit geben für ein, zwei Fragen, die wir diskutieren können an Herrn Previdoli. Und gleichzeitig sind natürlich auch allen, die zu Hause sind, die im Livestream zugeschaltet sind, bitte nutzen Sie die Chat-Möglichkeit, die Sie haben, direkt unterhalb des Streaming-Fensters. Tippen Sie da Ihre Fragen ein, die erscheinen dann auch direkt bei uns hier vorne. Erste Frage kommt von Ihnen. Michelle ist unterwegs mit dem Mikrofon zu Ihnen. Ja, Peter Quadri von Alpic. Meine Frage ganz kurz, was macht in der Zwischenzeit der Markt? Was macht der Markt in der Zwischenzeit? Man hat es gesehen, was der Markt im Moment macht, aber ich glaube, das ist nicht die Frage, oder? Was jetzt im Moment abgeht, du denkst, die längerfristige... Genau, also hat die Strommarktöffnung in der Schweiz da überhaupt noch etwas zu suchen? Oder wie wollt ihr die Marktmechanismen so definieren, dass das dann auch so rauskommt, wie ihr das plant? Oder sagt ihr, das wird sowieso alles mit Planwirtschaft gemacht? Ja, die Vorlage des Bundesrates hat die Marktöffnung, ist ein wichtiger Bestandteil darin, weil der Bundesrat der Meinung ist, dass vom Markt sehr viele wichtige Impulse kommen für Innovationen etc. Es ist nun am Parlament zu entscheiden, ob er das auch so sieht oder nicht. Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, die Marktöffnung hat es sicher schwer. Und dann ist natürlich die Gefahr nicht gerade Planwirtschaft, aber wenn man die Diskussion anschaut, überall, es wird halt überall gefordert, dass mehr Gelder fließen. Und immer nur mehr ist nicht immer besser. Gibt es weitere Fragen, weitere Themen, die Sie interessieren? Ja, bitteschön. Sie dürfen einfach aufstehen, ganz laut fragen. Wir hören Sie. Ich wiederhole die Frage dann gerne. Sie hatten auf allen Folien CCS. Ich möchte auf das letzte S kommen. Glauben Sie, dass in der Schweiz das möglich ist, dass wir CO2 in die Erde verbannen? Oder ist es notwendig, dass wir, wenn wir das CO2 capturen, was heute ja technologisch schon möglich ist, eventuell über eine Pipeline in die Nordsee schicken? Mhm. Was läuft auf diesem Gebiet? Ich habe den Eindruck, da tut sich zurzeit in unserem Land fast gar nichts. Mhm. Ist es möglich, CO2 in die Erde zu verbannen? Ist es möglich, CO2 über eine Pipeline in die Nordsee zu schicken? Das ist die Frage seitens GE. Ja. Also es gibt verschiedene Projekte, Pilotprojekte, die ja im Moment eher auf der Schiene sind, das CO2 in Bahnwagen zu verladen, dann irgendwann auf die Schiffe und dann nach Island beispielsweise, um dort einzulagern. Langfristig, denke ich, ist es durchaus denkbar, dass in Europa auch eine CO2-Pipeline gibt. Ich meine, das Problem mit dem CO2 haben alle und mit den Bahnwagen ist es so eine Sache, die reichen einfach schlichtweg nicht für eine große Menge. Von dem her ist man am Schauen, wo allenfalls so eine Pipeline kommen müsste und wo macht es Sinn, Äste zu einer Zementfabrik beispielsweise zu machen und wo macht es schlichtweg aufgrund der Mengen keinen Sinn. Und ich denke auch, die Lagerung in der Schweiz muss ein Thema sein, das man intensiv prüft. Es gibt da noch Diskussionsbedarf, den holen wir nachher ab. Es war in der Mitte noch eine Frage. Mein Name ist Daniel Lofer von Energy Swiss. Ich möchte ganz kurz zurückkommen auf Ihre Eingangsvoten zur gegenwärtigen Versorgungslage.
wenn jetzt das Gas zurückgefahren wird aus Russland, dann ist es ja gar nicht möglich, diese eindrücklichen Bevorratungszielsetzungen zu erreichen, weil ja laufend jetzt auch Energie gebraucht wird. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass ziemlich viel Energie dann fehlen wird zu Beginn des Winters. Wir können keine Vorräte aufbauen, quasi das die Frage, weil ja viel Energie gebraucht wird. Wie sieht es aus? Genau, zusätzlich müsste mehr geliefert werden, um die Vorräte aufzubauen. Das ist in der Tat eine riesige Herausforderung, vor allem je nachdem, was jetzt noch geschieht, ob es auf Null dann wegbricht oder nicht und auch, was man mit den LNGs noch herbringt. Dort haben wir aber auch in den USA ein Problem, dass ein großer Terminal für 3 Monate ausfällt. Ich denke, man sieht es auch in Deutschland. Dort versucht man jetzt für das nächste Jahr oder für diesen Winter halt auf Kohle bereits auszuweichen, um möglichst dort Druck wegzunehmen. Aber es ist ambitiös. Also wenn die Situation so bleibt, ist nicht sicher, dass die Speicher auf 80% gefüllt werden können. Eine letzte kurze Frage, die anderen sparen wir uns, die Herren im weißen Hemd. Sie hatten noch eine Frage. Gut. Gibt es Pläne der Anknüpfung an das europäische Wasserstoffsystem derzeit? Ja, im Moment laufen dort sehr viele Arbeiten bei uns. Wir haben den Auftrag vom Parlament, eine Roadmap Wasserstoff zu erarbeiten. Und dort schaut man sich auch diese Frage an. Ein Backbone ist typischerweise oder könnte typischerweise natürlich die Transitgasleitung sein, die dort eine wichtige Rolle spielen kann. Das andere Thema ist die Feinverteilung in der Schweiz. Oder? Das müsste man sehr gut anschauen. Wo macht eine Pipeline Sinn und wo ist dann die Bahn besser? Also ich denke, das muss man sehr genau anschauen. Pascal Previdoli, wir danken Ihnen für den Moment. Sie bleiben uns den ganzen Nachmittag erhalten, auch nachher während dem Podium. Also falls da weitere Fragen sind, dann gerne direkt auch während dem Podium stellen. Es gibt nochmal einen herzlichen Applaus. Pascal Previdoli, Dankeschön. Danke, dass Sie sich auch den aktuellen Herausforderungen stellen und mit uns allen auch teilen, welche Bestrebungen, welche Gespräche und welche Bemühungen am Laufen sind. Wir blicken nun hinein in die verschiedenen Forschungsanstalten des ETH-Bereichs zum Thema Net Zero. Und das machen wir gemeinsam mit Dr. Peter Richner. Herzlich willkommen. Ja, besten Dank für die Einladung. Ich bin hier im Namen aller 4 Forschungsanstalten und ich möchte mich auch schon gerade bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mir da entsprechende Folien und Resultate zur Verfügung gestellt haben. Es ist ein Kernthema der 4 Forschungsanstalten, das werde ich nachher zeigen. Vielleicht noch ganz kurz, wer sind wir eigentlich? Das ist PSI mit Gastgeber heute, dann die EAWAG, die vor allem im Bereich Wasserforschung tätig ist. WSL, Wald, Schnee und Landschaft, EMPA, vor allem Materialforschung. Wir sind fast 4000 Leute, ein Budget von knapp 740 Millionen. Sind an 13 Standorten in 9 Kantonen vertreten, also eine ziemlich gute Abdeckung. Machen sehr viel in Unterricht, in Ausbildung, haben sehr viele Projekte rein wissenschaftlich mit der Industrie. Also ziemlich eine große Macht, die hier etwas bewegen kann. Und ich glaube, Herr Previdoli hat es sehr klar gezeigt, wir brauchen ein paar gute neue Ideen. Wir möchten nicht, dass es so läuft wie beim Cappuccino, dass es einfach jedes Jahr 20 Rappen teurer wird. Wir möchten eher in die andere Richtung gehen, oder? Also, das kennen Sie, diese Kurve, das ist das, was wir erreichen sollten, müssten, irgendwie. Irgendwann sollten diese CO2-Emissionen runtergehen. Gibt es ganz unterschiedliche Szenarien. Wo sind wir heute? Das sind die letzten 30 Jahre, oder? Wir haben jetzt noch mal 30 Jahre. Sie sehen, was zwischen 1990 und 2020 in der Schweiz passiert ist. Muss man sagen, nicht wahnsinnig viel. Dass wir im 2020 dann per Zufall auf -20% gekommen sind, das ist ja nur Covid, dieser Sprung, oder? Wir sind wahrscheinlich mittlerweile wieder höher. Also
Der Handlungsbedarf ist enorm hoch. Und das etwas Frustrierende ist, dass wir das ja nicht jetzt erst hier entdeckt haben. Wir haben es eigentlich schon hier gewusst. Gut, wie kommen wir auf Netto Null? Es gibt eigentlich drei Dinge, die wir tun können. Das erste ist einfach mal vermeiden. Ganz einfach, vermeiden, vermeiden, vermeiden. Was können wir alles tun? Das ist die Endenergienutzung in der Schweiz. Sie sehen halt immer noch, da hat es eine Umformatierung gegeben, sorry. Das sind 60% in der Schweiz der Endenergie sind halt immer noch fossil. Ist auch angesprochen worden, wir haben vor allem strommäßig ein Winterproblem. PV ist im Sommer im Mittelland gut, aber eigentlich sehr interessant in den Bergen im Winter, weil wir haben tendenziell weniger Wolken, wir haben eine höhere Reflexion, wir können steiler stellen und es ist auch noch kälter, das heißt der Wirkungsgrad der PV-Panels ist höher. Und das wird an der WSL sehr intensiv untersucht. Man hat entsprechende Karten gezeichnet, gesehen, wo geht was. Und Sie sehen hier, das ist eine typische Produktionskurve so im Mittelland oder im Januar, Februar relativ wenig. Und wenn Sie jetzt hier in die Berge gehen, sind Sie im Januar, haben Sie mehr als das Doppelte, auch noch im Frühjahr. Und das ist ja beispielsweise genau die Zeit, wo das Wasser etwas knapp wird, oder wo wir wissen, die Stauseen sind langsam leer. Und auch so November, Dezember haben wir typischerweise fast doppelt so viel Strom, wie wir das im Mittelland haben. Man hat entsprechende Untersuchungen gemacht, wo wäre es möglich. Man kommt etwa auf 5% in den Alpen, die geeignet wären. Es sollte nicht über 2700 Meter sein, sicher nicht im Nationalpark. Hangneigung, dann sollte man irgendwo vernünftig zu einer Straße sein. Kann es auch nicht auf einem Gletscher machen etc. Aber trotzdem, es gibt eine vernünftig große Fläche. Nur müssen wir dann bereit sein, auf diesen freien Flächen PV-Panels zu installieren. Das ist eine rein gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Aber das Potenzial, das ist beträchtlich. So sieht es zu einem Tag aus. Das ist eine unserer Anlagen. Und dann wissen Sie halt auch, ja, was mache ich dann in der Nacht? Und da sind wir sehr schnell beim Thema Batterien. Es gibt ein neues Flagship-Projekt von der InnoSwiss, Circobat. Da geht es vor allem auch um die Kreisläufe. Wir wissen, die Batterieproduktion ist nicht ganz ressourcenfrei. Definitiv nicht und wir fahren die extrem hoch. Also wie können wir das so machen, dass wir eben wirklich in einem Kreis bleiben, Material starten, Zellen machen, First Life Use, dann Second Life. Wir müssen das auch wieder betreiben, auseinandernehmen, kontrolliert, sodass wir da so wieder reingehen können. Wichtige Dinge, die wir jetzt selber bearbeiten mit Industriepartnern, ist möglichst Prozesse ohne Lösungsmittel zu verwenden und die graue Energie, die wir in den Zellen drin haben, massiv, zum Beispiel um 50% zu reduzieren. Das ist jetzt hier vor allem getrieben durch Fahrzeuge, aber schlussendlich werden wir auch im stationären Bereich einen schönen Teil Batterien brauchen. Dann, das haben wir gehört, oder? In Deutschland sind die Leute jetzt relativ nervös. Ich war letzte Woche in Berlin, habe zig Leute gefragt, was macht ihr im nächsten Winter? Und die Antwort war unisono, frieren. Ich dachte, okay, gut. Er hat jetzt eine Alarmstufe ausgerufen. In der Schweiz sind es immerhin 15% der Endenergie, macht auch 10% der Treibhausgasemissionen. Natürlich, was wir jetzt machen, das hilft uns nicht im nächsten Winter. Aber schlussendlich geht es darum, den Anteil an erneuerbarem Gas zu erhöhen. Ein Projekt, das am PSI stattfindet, das schon seit vielen Jahren, ist die hydrothermale Vergasung. Sehr interessant, man kann mit feuchten Materialien da reingehen, bis zu 10-30%, vielleicht nur Trockensubstanz. Man hat eine Prozesseffizienz bis 70%. Hoher Druck kann man erzeugen, eigentlich eine interessante Zusammensetzung des Rohgases. Man ist bereits so in einem halbindustriellen Maßstab, weil irgendwann muss das mal real werden, das ist nicht nur, wir sollen es nicht im Labor brauchen. Kommerziell könnte es 1 bis 5 Tonnen nasses Material sein pro Stunde. Das kann dann Schlämme sein, Kaffee, konzentrierte Prozesswärme, Gärreste, was auch immer. Und es gibt auch durchaus Nebenprodukte, die nochmal für sich selber einen Wert haben. Und Sie sehen auch, Forschung ist halt etwas Langwieriges. Man hat 2014 eine Laboranlage gemacht mit einem Kilogramm pro Stunde, TRL 4 bis 5.
dann vor 2 Jahren eine Pilotanlage, schon 5 bis 10 Nennkubikmeter Methan, und man wird jetzt 2023 eine Demoanlage bauen, die dann schon doch bei 50 bis 100 Nennkubikmeter Methan pro Stunde. Also so geht das Schritt um Schritt weiter. Und natürlich, je mehr in die Richtung geht, umso mehr muss die Industrie in den Lead gehen und das schlussendlich dann kommerzialisieren und weitergehen. Fliegen ist wieder sehr populär geworden. Das wissen wir alle. Es gibt wieder diese Staumeldungen von den Flugplätzen und trotzdem, ja, wir fliegen mit Kerosin, oder? Das ist halt der Punkt. Und PSI und EMPA haben seit gut 1,5 Jahren ein gemeinsames Projekt, wo es darum geht, Wege zu finden, ausgehend von zum Beispiel Biomasse, CO2 mithilfe dann erneuerbarer Energie, das entweder direkt wieder hydrothermal in Jetfuel oder über elektrochemische Zwischenschritte oder direkt über Ethylen eigentlich so ein synthetisches Kerosin herstellen zu können, um auch den Flugverkehr irgendwann CO2-neutral hinkriegen zu können. Das ist sicher eine ganz langfristige Perspektive, aber wir wissen auch, für den Langstreckenflugverkehr gibt es fast keine andere Möglichkeit als Kohlenwasserstoffe. Jetzt müssen wir einfach schauen, kriegen wir diese Kohlenwasserstoffe auf erneuerbare Art und Weise irgendwie zusammen. Es gibt auch kleinere Dinge, die man anschauen muss. Anfang vom Jahr gab es ziemlich viel Presse über das Problem, das wir eigentlich mit Kläranlagen haben. Heute haben wir etwa 130 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Person und Jahr. Das macht 2,5% der Treibhausgasemission. Wenn wir den Absenkpfad Richtung Netto Null hinkriegen würden, wir machen mit den Kläranlagen nichts mehr, dann wäre 2050 wären die Kläranlagen für 10% der CO2-Emissionen verantwortlich. Also irgendwann müssen wir das anschauen. Das macht die EAWAG, das ist wirklich Wassertechnologie. Und wenn wir das anschauen, dass der Hauptteil der Emissionen sind eigentlich Lachgas, die da aus der Schlammverbrennung kommen, dann gibt es einen gewissen Teil Methan und dann ist die ganze Prozesstechnik. Sehr viel kann man machen, einfach wenn man den Prozess optimiert, damit man das Lachgas wegbringt, dann Methanlecks reduzieren, dass das nicht einfach da wegdiffundiert. Und wenn man dann noch Prozessoptimierung macht, dann ist es doch möglich, eigentlich auch die Kläranlagen um, sage ich mal, 70-80% zu reduzieren bezüglich CO2. Das ist ein typisches Beispiel, wie die EAWAG da unterwegs ist. Wir werden es nicht schaffen, alles wegzubringen. Kommt noch dazu, dass wir eigentlich unsere Ziele komplett überschießen, vor allem auch global gesehen. Also irgendwann müssen wir massiv CO2 zurückholen. Also wie können wir das machen, das Remove, was gibt es da für Strategien? Die WSL führt das Landesforstinventar. Der Wald ist natürlich eine sehr große Kohlenstoffspeicher. Sie sehen hier, heute ist das etwa so, wir haben etwa 30 Tonnen Kohlenstoff, also nicht CO2, Kohlenstoff pro Hektare, dann Totholz, organische Auflage, Waldboden und dann Blätter, Äster und Staubholz. Größter Teil hier, 43%, ist wirklich der Boden und dann etwa 32%, das ist das Stammholz. Das wird vom WSL seit vielen, vielen Jahren wird dieses Inventar geführt. Das wird dann auch schlussendlich rapportiert im Rahmen von Kyoto. Und da sieht man, in den letzten 20 Jahren war die Senkenleistung des Schweizer Waldes bei etwa 2 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist aber nicht jedes Jahr so. Das da ist Lothar, oder? Es kann auch mal komplett in die andere Richtung gehen. Oder, sage ich mal, anhaltende Dürren etc. können dann natürlich auch dazu führen, dass dieser Speicher mal zumindest teilweise geleert wird. Das muss man entsprechend natürlich verfolgen. Da kann man sehr viel machen, auch über die Waldbewirtschaftung, Aufforstung. Da ist auch die Frage, welche Bäume sind eigentlich klimatauglich die nächsten 50, 100 Jahre, die dann eben in der Lage sind, eine vernünftige Menge von Kohlenstoff zu speichern. Carbon Capture and Storage kam vorher. Wir versuchen etwas im Bereich Carbon Capture and Use. Und zwar ist die Idee, dass wir sagen, okay, wir nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre, setzen das mit Wasserstoff, den wir über erneuerbare Energie gewonnen haben, um zu synthetischem Methan. Und das werden wir nicht in der Schweiz tun. Definitiv nicht. Wir sind zusammen jetzt mit einem Konsortium in Oman. Die sagen uns, in Oman produzieren sie Photovoltaikstrom für 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Dann können wir das synthetisch Methan verflüssigen. LNG kennen wir jetzt alle. Können sie hierher bringen, nach Rotterdam in die Pipeline.
und dann verbrennen wir es nicht, sondern wir unterziehen es nur einer Pyrolyse. Wir produzieren wieder Wasserstoff, damit können wir alle Prozesswärme oder Mobilität für Schwerlast etc. machen. Und wir kriegen Kohle. Wir kriegen kein CO2, sondern Kohle. Ein Feststoff. Das heißt, wir wandeln CO2 aus der Atmosphäre in Kohle um. Und das ist der eine Vorteil. Und das andere ist, das ist ein Weg, um erneuerbare Energie zu importieren. Ich glaube nicht, dass wir es in der Schweiz schaffen werden, unseren ganzen Energiebedarf inländisch erneuerbar zu decken. Das wir werden irgendwie importieren müssen. Wir wissen auch, mit Strom wird das ziemlich schwierig in Europa, weil ja alle dasselbe Problem haben. Das ist eine Möglichkeit, aus sonnen- oder windreichen Regionen eigentlich so Energie importieren zu können. So, und dann was machen wir mit der Kohle? Schlussendlich, es geht ja um Millionen von Tonnen, die wir irgendwie speichern müssen. Und der einzige Bereich in der Schweiz, der Millionen von Tonnen von Material umsetzt, ist der Bau. Also was wir machen, wir nehmen das Kohlenstoffpulver, wir machen ein Granulat mit etwas Zement dazu und nutzen das, um einen Teil der Gesteinskörnung im Beton zu ersetzen. Wenn wir ein Drittel ersetzen, kriegen wir etwas, das so mechanische Eigenschaften von C30 hat, sagt Ihnen jetzt vielleicht nichts mehr, das ist so der 0815 Beton. Damit kann man schon ziemlich viel machen. Und wenn wir jetzt die CO2-Bilanz anschauen, heute ein Standardbeton hat etwa gut 220 Kilogramm CO2 pro Kubikmeter Emissionen drin. Mit dem, was wir jetzt machen, nur ein Drittel Gesteinskörnung ersetzen, kommen wir etwa auf 20 runter. Wenn wir jetzt hier statt Zement als Bindemittel Schlacke nehmen, dann sind wir schon bei minus 40. Und wenn wir noch einen anderen Zement nehmen, zum Beispiel einen Magnesiumzement und Recyclingbeton, der karbonatisiert ist, haben wir ein Potenzial, einen Beton herzustellen, der in der Bilanz etwa minus 100 Kilogramm CO2 pro Kubikmeter hat. Also sprich, je mehr wir betonieren, umso besser fürs Klima. Das ist eigentlich die Vision, oder? Aber der Punkt ist der, hier können wir in der Schweiz jedes Jahr 1-2 Millionen Tonnen Kohlenstoff deponieren permanent. Es geht wirklich um die Menge, das ist das eine. Und das andere lässt sich auch global skalieren. Das kann man überall machen. So, und dann sollte man auch noch verstehen, was man tut. Oder man muss auch irgendwie ein Monitoring machen und so. Es wurde vorhin schon ganz kurz angetönt, dass PSI natürlich sehr stark mit der Energie- und Klimamodellierung, die sie im Rahmen von SCCR gemacht hat, wo man ein entsprechendes Energiesystemmodell aufgebaut hat mit Import, Ressourcen, Transformation, Speicherung, all diese Dinge. Man hat nachher ganz unterschiedliche Szenarien gerechnet und kann dann zeigen, auch für die unterschiedlichen Sektoren, Verkehr, Haushalte, was auch immer, wer was zu tun hat und wie viele negative Emissionen brauchen wir. Es wurden dann Alternativen angeschaut, also wenn wir jetzt nur wenig neue Energieträger haben oder wenn wir die Innovation beschleunigen etc., was würde das dann alles bedeuten? Also ein ganzer Baukasten, mit dem man eigentlich versuchen kann, unterschiedliche Pfade für die Zukunft aufzuzeigen. Und einer, den sehen Sie hier wieder mit den Sektoren Industrie, Gewerbe, Handel, Verkehr, Haushalte und dann der Umwandlungssektor. Und dann sieht man, was passiert mit Strom. An gewissen Orten geht er natürlich massiv rauf, oder? Das ist die Elektromobilität beispielsweise. Aber die geht beispielsweise dann auch mit einem Effizienzgewinn einher. Man sieht dann bei den Gebäuden, wie viel man annimmt, an Energie einsparen zu können. Wer auch noch CO2 eben Carbon Capture machen muss, ob es dann Use oder Storage ist, wieder eine andere Frage. Aber so kann man eigentlich das ganze System beschreiben. Man kann das natürlich auch immer wieder updaten, kontrollieren, wo stehen wir heute, sind wir auf Kurs oder nicht. Gehen wir eine Stufe runter. Es gibt ein EU-Projekt, wo es darum geht, was ist eigentlich der CO2-Output von Städten, weil die Städten, das ist dort, wo die meisten Leute leben, da ist auch der größte Output. Und da möchte man eigentlich Beobachtungen machen, um das auch bestimmen zu können. Ich meine, die Stadt Zürich hat sich ein konkretes Ziel gesetzt, bis wann sie CO2-neutral sind. Das müsste man auch irgendwann mal belegen können. Wir haben ein Sensornetzwerk aufgebaut in der Stadt Zürich, 60 Sensoren, einfache Messgeräte, es gibt dann einen digitalen Zwilling der ganzen Stadt, Transportmodelle etc., sodass man das, was man hier als CO2 kennt, schlussendlich in eine CO2-Bilanz der Stadt Zürich umrechnen kann.
gibt aber auch ganz kleine und lustige Sache, das ist nochmal ein Beispiel von der WSL, die betreibt dieses sogenannte Trinet und da können Sie quasi live zuschauen, was im Wald heute in der Schweiz passiert. Sie haben eine Reihe von Messstellen, wo unterschiedliche Baumarten so mit Sensoren instrumentiert werden, da wird auch die Bodenfeuchtigkeit gemessen, das wird nachher über IoT verbreitet, Data Processing gemacht und so und dann sieht man, in welchen Gegenden welche Bäume im Moment gerade am Wachsen sind und man sieht auch, wie sie wassermäßig unterwegs sind. Sie sehen hier Daten vom 9. Juni. Dann sehen Sie, grün ist über dem Durchschnitt. Die sind alle relativ gut unterwegs, nur die gelben haben etwas, die sind unterdurchschnittlich im Wachsen und das ist Wachstum wirklich pro Tag. Und Sie sehen, das korreliert auch ziemlich gut. Im Moment hat es relativ, oder damals hat es relativ viel Wasser im Boden und es ist natürlich jetzt auch die Hauptwachszeit. Wuchszeit der Bäume. Also so, und der nächste Schritt ist jetzt, dass man versucht, dieses System so aufzuskalieren, dass man quasi fast auf Tagesbasis sagen kann, was passiert im Schweizer Wald heute und so auch besser verstehen kann, wiederum welche Baumarten verhalten sich unter welchen klimatischen Bedingungen wie. Und das ist wieder ganz wichtig, schlussendlich natürlich für die Forstwirtschaft, für was sollen wir als nächstes tun. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, hier sehen wir, ja, das ist nochmal eine Folie, wo man jetzt sieht, für eine ganze Reihe von Baumarten, wo die im Moment stehen, am 18. Juni. Das Schwarze wäre das langjährige Mittel und sie sind, die meisten sind da einigermaßen grün unterwegs. Der Larix decidua, der hat im Moment ziemlich ein Problem, der ist im Rückstand bezüglich Wachstum. Wir selber haben natürlich einen ganz großen Einfluss auf Netto Null. Durch unser Verhalten. Und das ist etwas, was Ivana Logar mit ihrer Gruppe an der EAWAG untersucht, und zwar zu verstehen, wie reagieren wir auf klimaneutrale oder klimapositive Produkte. Und sie tun das, indem sie vor allem Dinge anschauen, die solche Labels bekommen, Carbon Neutral und so, und die vor allem auch beispielsweise auf Plattformen wie Amazon so angepriesen werden. Dann kann man schauen, okay, wie ist dort die Preisverläufe, wie viel von dem Zeugs wird verkauft und so. Und Endziel ist hier eigentlich herauszufinden, was ist die zusätzliche Zahlungsbereitschaft von uns selber, wenn etwas klimaneutral ist. Das Projekt ist noch relativ am Anfang, die Datenlage ist noch nicht so gesichert, aber erste Resultate zeigen, dass man nur schon, wenn man eine Kunststoffreduktion irgendwo glaubhaft machen kann, dass die Leute da bis zu einem halben Dollar pro Kilo Kohlenstoff bereit sind und für Klimaneutralität ist es etwa 1,6 und das ist deutlich höher, als was man beispielsweise als die sozialen Kosten anschaut. Also sicher auch ein Punkt, den wir irgendwo verstehen müssen, auf was reagieren wir überhaupt und wie können wir uns alle endlich in Bewegung bringen. Ich habe es gesagt, wir wissen schon seit 30 Jahren, wir haben jetzt 30 Jahre fast nichts gemacht und haben jetzt noch 30 Jahre Zeit, einen unglaublichen Effort zu leisten. Also, kommen wir zum Schluss. Die vier Forschungsanstalten des ETH-Bereichs sind wirklich committed, sich einzusetzen für eine klimaneutrale Schweiz mit einem Energiesystem, das erneuerbar ist, das zuverlässig ist und das natürlich auch bezahlbar ist. Das ist eine absolute Notwendigkeit. Forschung und Innovation ist eines der Mittel, die dazu dienen, diese Ziele erreichen zu können. Und das wollen wir als Forschungsanstalten machen. Dem Sinn, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Peter Rittner, danke schön. Wir nehmen uns noch ein, zwei Minuten Zeit für Fragen. Ich nehme das mit dem Betonieren. Je mehr wir betonieren, umso besser. Noch nicht, aber wir werden dorthin kommen. Wir kommen dahin. Vielleicht. Gut. Gibt es Fragen Ihrerseits? Dinge, die Sie interessieren? Online ist es noch sehr ruhig im Moment. Da nochmal der Hinweis an alle, die online zugeschaltet sind. Bitte, bitte, bitte stellen Sie Ihre Fragen und nehmen Sie teil am Diskurs. Gibt es hier im Saal Fragen, Feedbacks? Themen, die Sie interessieren. Sie dürfen sich trauen. Bitte schön. Ja, Michael Frank, VSC. Eine Frage. Wie siehst du das Spannungsfeld im Dreieck Klimaschutz auf der einen Seite, Biodiversität auf der anderen und Landschaftsschutz auf der dritten Seite? Es ist wie, das sind Interessenkonflikte, zu denen wir stehen müssen. Wir müssen nicht so tun, als ob es sie nicht gäbe.
Das ist in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion so. Und im Moment, denke ich, sind wir aus dem Gleichgewicht geraten. Wir haben gewisse Dinge komplett vernachlässigt und ich denke, Biodiversität ist wahrscheinlich ein Thema, das wir unterschätzt haben in den letzten 20 Jahren. Und es wird jetzt zu Recht gepusht, aber es wird meiner Meinung nach teilweise am falschen Ort gepusht. Oder? Grimsel-Staumauer-Erhöhung. Wir haben vor mehr als 20 Jahren mit Christian Menn an einem Projekt gearbeitet für die neue Brücke, die es braucht, wenn die Staumauer erhöht wird. Christian Menn, in der Zwischenzeit gestorben, das Ding ist immer noch vor Bundesgericht. Wegen ein paar Bäumen. Ich kann ein Mehrfaches dieser Bäume an einem anderen Ort, wo es jetzt keine hat, pflanzen. Es gibt auch Ersatzmaßnahmen, oder? Von Renaturierungen etc. Da hätten wir ein riesiges Potenzial. Und es ist für mich kein Grund, solche Projekte heute zu blockieren. Wir müssen einfach das an einem anderen Ort tun, oder? Aber die Diskussion ist extrem schwierig und blockiert. Oder? Es wird da einfach fundamentalistisch argumentiert. Und schlussendlich, wenn wir die Klimafrage nicht in den Griff bekommen, dann müssen wir gar nicht mehr über Biodiversität sprechen. Oder? Dann geht alles den Bach runter. Das ist in Gottes Namen so. Und wenn ich jetzt sehe, dass man in Deutschland darüber nachdenkt, für den nächsten Winter Kohlekraftwerke in Betrieb zu nehmen, weil sie halt bezüglich Energieeffizienz und so genau wie wir den Schlaf der Gerechten geschlafen haben, die letzten 30 Jahre. Ja, super, oder? Peter Richner, eine Antwort, die wir so mal sacken lassen müssen. Also es gibt diese Interessenskonflikte einerseits. Wir müssen lernen, dass es sie gibt, diese anerkennen. Schauen, wie können wir sie aus dem Weg räumen. Und die Frage, die ich Pascal Previdoli gestellt habe zuvor, war ja auch, haben wir im System bestimmte Probleme, die uns aufhalten? Ist unser System tauglich für die Zukunft? Wie sehen Sie das? Also das... Auf der Bewilligungsseite definitiv nicht. Da haben wir uns komplett verrannt. Wir haben ein System aufgebaut, dass es ist richtig, dass man sich gegen gewisse Dinge beschweren kann, dass man vor Gericht gehen kann. Wir haben ein System aufgebaut, wo absolut verschwindende Minoritäten Projekte auf Jahrzehnte blockieren können. Und das kann nicht der Sinn sein. Die unter Umständen den Interessen, die diese Minoritäten vertreten, ja, widersprechen. Im langfristigen Endeffekt, Sinne, ja. Ja, natürlich. Im Endeffekt. Ja, natürlich. Also da haben wir ein systemisches Problem. Ja. Wie sieht es aus, wenn wir von der Wissenschaft, Projekte müssen ja nachher auch wirtschaftlich sein und umgesetzt werden können, kommerziell. Wie sind da die Rahmenbedingungen in der Schweiz? In dem Moment, wo CO2 oder Treibhausgasemissionen einen richtigen Preis bekommen, ändert das komplett. Es gibt jetzt schon jede Menge Technologien, die absolut wirtschaftlich wären, wenn wir nicht dauernd bescheißen würden, indem wir einfach gewisse Treibhausgasemissionen gratis zulassen. Oder? Und wenn das käme, dann würde sich ganz viel automatisch regeln und die Wirtschaft würde einen Riesenschritt in die Richtung machen, weil sie dann weiß, okay, diese Emissionen kosten so und so viel, also jetzt weiß ich, was zu tun ist, ich entwickle Produkte und bringe sie auf den Markt und die werden sich dann rechnen. Aber solange wir natürlich das nicht haben, diesen fairen Preis, dann ist es wie wenn Sie an einen Marathon gehen und die Hälfte Ihrer Konkurrenten läuft mit Doping und dann kommt nachher der Journalist und sagt, Sie waren aber jetzt etwas langsam, oder? Ja, so. Klar, ja. Wenn die anderen mit Doping rennen, dann geht es nicht. Wir nehmen, für mich ist es spannend, dass wir sehen, oder wo gibt es welche Pain Points, was funktioniert, wo nicht ganz optimal, wie wir diese Hürden aus dem Weg räumen können, das diskutieren wir nachher dann im Podium, welche konkreten Schritte das es braucht. Für den Moment ganz, ganz herzlichen Dank, Peter Richner von EMPA. Dankeschön. Wir gehen zügig weiter und zwar auf der Seite der Wirtschaft. Building Towards Zero, bitte begrüßen Sie Christian Verhoeven von GE. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und heute ein paar Worte aus Sicht und aus Sichtweise von GE Ihnen mit auf den Weg geben darf. Ich hoffe, dass Sie
zwei, drei Dinge heute mitnehmen. Dekarbonisierung, Net Zero, die Technik soll dort nicht im Wege stehen. Technisch denken wir, das ist möglich. Ich möchte Ihnen auch mit auf den Weg geben, dass Sie heute lernen, dass Gasturbinen nicht gleich fossile Energieerzeugung sind, sondern wir da denken, auch einen guten Beitrag leisten zu können. Und ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, dass auch wir glauben, dass die Energieversorgung in Summe ein Mix verschiedener Technologien sein muss und sein wird, um dieses Ziel zu erreichen. Und die Zeitschiene spielt da gegen uns. Deshalb müssen wir wirklich im weitesten Sinne Gas geben. Ich habe meinen Vortrag heute gegliedert in vier Teile. Ich möchte Ihnen ein paar Takte zu GE sagen. Ich vertrete heute GE hier als Vertreter des Konzerns, nicht nur dem Bereich Gas-Powerplants, wo ich das Engineering leite. Ich stehe hier als GE-Vertreter über alle Produktspektren. Einfach weil GE auch in der Zeit immer mal in der Presse war, in der nicht so besten Presse, möchte ich Ihnen ein paar Takte sagen, wo geht die Reise eigentlich für GE wirklich hin. Decarbonizing, Global Electricity Generation, das ist eins unserer Kerngeschäftsgebiete. Darüber möchte ich Ihnen einige Sachen über Sichtweise der GE mitgeben. Und unsere Sicht auf das Energieproblem oder Elektrizitätsproblem der Schweiz und wie wir hoffentlich helfen können, Ihnen allen helfen können, uns allen helfen können, das Problem dort zu lösen. Und vielleicht einige kleine Beispiele, wie heute moderne Gasplants auch schon heute mit synthetischen Kraftstoffen, Sustainable Kraftstoffen und Wasserstoffen laufen. In dem Sinne, wie sieht GE heute aus? Im Prinzip haben wir vier große Kerngeschäftsgebiete. Das ist einmal der Bereich der Energieerzeugung, zusammengefasst Power und Renewable Energies. Wir haben den Bereich Flugzeugtriebwerksbau. Auch da ist das Thema Sustainable Air Fuels natürlich groß von Interesse. Und der Bereich Precision Health. Wie geht es weiter mit GE? Wir haben angekündigt, dass wir das Unternehmen aufspalten werden in drei große einzelne Unternehmen, die eben diese Geschäftsbereiche auch widerspiegeln. Also es wird den Bereich Precision Healthcare geben. Das ist der erste Bereich, der jetzt gerade abgespaltet wird. Dann wird abgespalten der Bereich Energieerzeugung. Wir nennen es heute in Anführungszeichen die Energy Company. Das wird Renewable und die thermische Energieerzeugung sein zusammengefasst. Und der Bereich Flugzeugbau wird dann als letzte eigenständige Firma übrig bleiben. So viel zu GE. Was machen wir bei GE Power? Im Prinzip bauen wir das Equipment, die Anlagen, die den elektrischen Strom erzeugen. Etwa ein Viertel, ein Drittel der weltweiten Stromproduktion kommt aus unseren Maschinen. Wie sieht das ganze Portfolio aus? Hier ist bereits zusammengefasst das erneuerbare Portfolio als auch die thermischen Energieerzeugungen. Onshore Wind, Offshore Wind ist drin enthalten, Hydro, also die Stauseen, Laufkraftwerke. Speicherlösungen, sowohl im Batteriebereich als auch andere Bereiche. Dann die Netzverteilung und Versorgung. Der Bereich Small Modular Reactors wird weiter ausgebaut. Dort gibt es erste kommerzielle Projekte. Gas-Fired Power. Dann, wie kriegen wir den Kohlenstoff aus der Verbrennung heraus? Eben dort die Wasserstoffverbrennung, gar keinen Kohlenstoff erst in diese Maschinen hineinzubringen. Oder wenn wir Brennstoffe mit Kohlenstoff haben, wie kriegen wir den Kohlenstoff raus, dass er nicht in die Atmosphäre gelangt? Und dann die ganze Steuerung, Intermittent Energy Resources, hohe Volatilitäten in den Netzen, digitale Steuerung, Optimierung kommt dort immer mehr zum Tragen. Building Towards Zero, wie kann das jetzt aussehen, wenn wir den Kohlenstoff aus der elektrischen Stromerzeugung herausnehmen wollen? Wir denken, dass die Zukunft der Energieerzeugung erneuerbar sein wird. Da gibt es kein Vertun, die Richtung geht in die Richtung erneuerbarer Energien. Aber Gas, und damit meine ich nicht notwendigerweise fossile Brennstoffe, aber Gas kann einen großen Beitrag dazu leisten, vor allem, weil es auch die Fluktuationen aus der Erzeugung herausnehmen kann. Wenn wir uns die Zahlen von heute angucken, ähnliche Statistik hatten wir eben schon gesehen, dass wir vor der Bereinigung der Berechnungsmethoden, aber etwa 34 Gigatonnen Kohlendioxidemissionen
sehen wir da heute, wenn man den Bereich der elektrischen Stromerzeugung nimmt, macht das etwa 40% davon aus. Das heißt, wenn wir diesen Bereich anpacken, können wir schon einen Großteil der CO2-Problematik lösen. Das sind etwa 13,7 Gigatonnen CO2, die da aus der Stromerzeugung kommen. Das ist gleichzusetzen mit etwa 27.000 Terawattstunden von Elektrizität. Wir müssen aber auch im Auge behalten, und die Zahl finde ich auch immer sehr eindrücklich, weil sie zwei Größenordnungen größer ist als die Gesamtbevölkerung der Schweiz. 770 Millionen Menschen auf dieser Welt haben heute noch keinen Strom, die auch Strom haben möchten. Also an diesen Punkten muss man arbeiten, denn auch da wächst der Strombedarf, der Demand for Electricity weiter. Wir haben hier mal die Daten aufgetragen von der International Energy Agency über die Jahre 2000 bis 2030. Man sieht mit bloßem Auge, dass sich der globale Elektrizitätsverbrauch eigentlich in diesen 30 Jahren mehr als verdoppelt. Das Thema muss man weltweit auch noch anfassen. Die Steigerungsrate ist in der Schweiz deutlich geringer. Ich zeige dazu gleich noch ein Diagramm. Die Faktoren, die den Strombedarf erhöhen, sind natürlich die wachsende Weltbevölkerung. Man geht mehr in die industrialisierten Zonen der Welt. Die Menschen ziehen dorthin. GDP Growth, Data Centers. Ich habe da unten diese kleine blaue Box nochmal eingefügt. Das ist eine neue Studie der University of Columbia. Kryptowährung. Crypto has a dirty little secret. Wenn man das Kleingedruckte liest, dann sieht man, dass das Schürfen von Bitcoins so viel Elektrizität im Jahr verbraucht, wie ein Land wie Argentinien braucht an Strom, und so viel CO2 ausstößt, wie ein Land wie Griechenland im Jahr ausstößt für Bitcoins. Einfach Digitalisierung treibt auch den elektrischen Strombedarf nach oben. Welche Faktoren wirken eigentlich dem Elektrizitätsbedarf entgegen? Die Geräte, Maschinen werden deutlich effizienter, also mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch. Service Economies geht vom Industriezeitalter weg, mehr zum Servicezeitalter. Und in einigen Stellen der Welt sieht man auch eine GDP Contraction. Was man immer verstehen muss, und ist der Punkt zwischen installierter Kapazität und tatsächlicher Energieerzeugung, und da kommen die Begriffe wie Capacity Factor ins Spiel. Was wir eigentlich erreichen möchten als Firma, ist, dass wir Maschinen, Anlagen für die Welt anbieten, die Strom erzeugen, die das Trilemma dort grüßt. Die Energie muss reliable und sustainable sein, sustainable im Sinne auch Dekarbonisierung, Umweltfreundlichkeit, Umweltverträglichkeit. Man muss sie sich aber auch noch leisten können. Der ökonomische und ökologische Faktor ist da gleichzeitig zu betrachten. Wenn man sich die installierte Kraftwerksleistung anguckt, und wir haben hier wieder einen 30-Jahre-Blick, diesmal aber von 2020 bis 2050, sieht man auch hier, dass in dem Zeitraum die installierte Kapazität um mehr als verdoppelt. Man sieht auch, dass die schnellst wachsenden Bereiche die erneuerbaren Energien sind, also Wind, Solar, Wasser und so weiter. Man sieht, dass die Teile der installierten Kapazität bei den fossilen Erzeugern Kohle doch beträchtlich zusammengehen. Bei Gas sieht man ein kleines weiteres Wachstum. Wenn man aber sieht, welchen Anteil die verschiedenen Primärenergien dann bei der Stromerzeugung ausmachen, dann sieht man aufgrund der Kapazitätsfaktoren von Solar- und Windanlagen, dass immer noch ein wesentlicher Stromanteil auch zur Grundversorgung, zur Stabilisierung aus Kohle und Gas kommen wird, auch wenn wir in Zentraleuropa aus der Kohle aussteigen. In vielen Ländern ist Kohle immer noch ein Feuerungsbrennstoff für die Stromerzeugung. Wie gesagt, das ist der globale View. Welche Pfade gibt es, um zu dekarbonisieren? Es gibt Sachen, die kann man sofort machen, also erneuerbare Energien, Windmühlen, Windräder, Solarpaneele installieren, das alles kann man sofort machen. Man hat auch mit den Kernkraftwerken Dispatchable Energie zur Verfügung, die heute schon CO2 Zero ist.
Und man kann natürlich, vor allem in anderen Ländern, wo Kohle verfeuert wird, Kohlekraftwerke durch zum Beispiel Gaskraftwerke ersetzen und damit schon auf ein Drittel der CO2-Ausstöße kommen. Mitterm- und Langzeit gesehen sieht man automatisch, dass es immer Kombinationen von Technologien sind, wo die Speichertechnologie mit einhergeht, mit den erneuerbaren Energien, aber auch die Gaskraftwerke, die aber dann mit anderen Brennstoffen befeuert werden müssen und können, um die CO2-Bilanz hinzubringen. Vielleicht ein Wort hier zu Carbon Capture and Utilization oder Carbon Capture and Storage. Technisch ist das möglich, das ist nachgewiesen, auch sehr effizient von uns realisiert worden in mehreren verschiedenen Technologievarianten. Hier ein Beispiel, wie ein bestehendes Gaskraftwerk um eine Carbon Capture Anlage erweitert aussieht. Man muss sich an der einfach bewusst machen, es sind auch zusätzliche Investitionen, zusätzlicher Anlagenaufwand, zusätzlicher Platzaufwand, der erforderlich ist, um das zu machen. Und man muss die Frage klären, was mache ich mit dem Kohlenstoff danach? Wie sieht aus unserer Sicht das Schweizer Elektrizitätsproblem aus? Herr Pridoli, ganz herzlichen Dank, dass ich auch die Daten von Ihrer Webseite dort benutzen durfte. Wir haben es einfach mal ein bisschen anders dargestellt. Hier nochmal aus Schweizer Sicht das Thema Kapazitätsfaktor, Installed Capacity gegenüber der Erzeugung von Energie. Man sieht, dass die Schweiz einen sehr, sehr großen Anteil an Wasserkraft hat, aufgespalten in Laufkraft- und Speicherkraftwerke. Man sieht allein an den Prozentzahlen, wenn man die beiden Kringel da vergleicht, dass die Wasserkraft auch da einen sehr großen Kapazitätsfaktor hat, der nicht nur in der installierten Kraftwerksleistung als auch in der Abgabe der Elektrizität macht sie diesen Großteil aus. Und das ist gut, das spricht sehr stark für die Wasserstoff. Ein Blick möchte ich werfen auf die gelbe und orange Fläche in dem Donut auf der linken Seite. Dort sieht man gelb die Kernkraft mit 13%, in orange die installierte Photovoltaik heute. Die Photovoltaik ist die zweithöchste Anzahl an installierter Kraftwerksleistung in der Schweiz und auch bei weitem Anzahl Anlagen gerechnet, die größte Anzahl von Anlagen, weil es eben auch sehr verteilt ist. Im rechten Diagramm taucht die Photovoltaik heute eigentlich nicht auf. Ja, deshalb ist die Studie dort so interessant, wenn ich die Solarpaneele weiter optimieren kann, an die richtige Stelle bringen kann, dann wird da ein guter Schuh draus. Heute sind wir noch nicht da mit der Photovoltaik. Auf den ersten Blick, wenn man sich beide Diagramme anguckt, könnte man als Schweiz sagen, mit der Elektrizitätserzeugung und CO2 haben wir heute eigentlich kein Problem. Was wir im Land installiert haben, macht eigentlich so gut wie kein CO2. Aber was wir installiert haben, reicht ja für uns nicht aus. Wir haben das von dem Winterloch schon gehört. Und zusätzlich, um diese ganzen Schwankungen auch auszugleichen übers Jahr und über den Tag, betreiben wir auch Stromhandel und sind angewiesen auf Energieimporte, Stromimporte aus dem umliegenden EU-Ausland. Warum sage ich das so? Weil schon die Rahmenverträge mit der EU erwähnt wurden, die nicht zustande gekommen sind und das natürlich zusätzlich Hürden für den Elektrizitätsimport in die Schweiz bedeutet. Was man auch sehen kann auf diesem Diagramm, ich habe zwei Beispiele rechts und links, da haben wir mal auf die Website der Swissgrid geguckt, da gibt es einen tagesaktuell, glaube ich, 20 oder 30 Sekunden Update, wie so die Import-Export-Bilanz der Elektrizität ist. Am 31. Januar dieses Jahres war etwa morgens zwischen 0 und 5 Grad sonnig, haben wir etwa 1400 Megawatt Elektrizität zu diesem Moment importiert. Und da sprechen wir dann von dem bekannten Winterloch. Jetzt haben wir das Gleiche mal angeguckt am 13. Juni, also vor wenigen Wochen, 14 Grad bis 30 Grad, mostly sunny. Auch da 700 Watt Elektrizität Import zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, wir hängen nicht nur von der installierten Kraftwerksleistung ab, sondern eben auch deutlich vom Ausland. Und dazu kommen einige weitere Entwicklungen, die ich hier nur kurz anreiße. Ich steige da nicht in jede Kurve einzeln ein.
Die Schweiz hat auch einen steigenden Elektrizitätsbedarf. Wir haben es eben genannt und schon gesagt bekommen, die Bevölkerung wächst in der Schweiz. Der Trend geht zur Elektromobilität. Viele Haushalte stellen um von der guten alten Öl- oder Gasheizung auf die elektrische Wärmepumpe. Digitalisierung streitet voran. Das sind Treiber, die den Strombedarf in die Höhe schnellen lassen. Die grüne Kurve dort unten ist dann der jeweilige Import. Die orangen Flächen, die ich in den zwei anderen Diagrammen gezeichnet habe, ist eigentlich die Lücke, die heute die Kernenergie füllt in der Schweiz. Stellt man sich vor, dass die Kernenergie nicht da wäre, gälte es, diese Lücke zu decken, und die ist bedächtig. Jetzt hat die Schweiz den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen, aber mit offenem Ende. Das klingt zunächst einmal gut, birgt aber auch ein Risiko. Das Ende ist daran festgemacht, ob die Anlagen sicher sind. Wenn also eine Anlage plötzlich aussteigt, wird schon dieser Spalt dort aufgerissen. Wenn jetzt noch die Importbeschränkungen für elektrischen Strom aufgrund der Rahmenverträge mit Europa dazukommen, dann wird dieses Gap noch größer, dann fällt nämlich diese grüne Kurve da unten auch noch zum Teil weg. Das heißt, wir reden über etwa 20.000 Gigawattstunden pro Jahr, die irgendwie jetzt doch in der Schweiz installiert werden müssten, um das zu decken, was wir heute noch haben, aber vielleicht auf sehr absehbare Zeit nicht mehr haben. Also, Wintergap, long known. Ich habe da ein ganz anderes Diagramm genommen. Ich habe nämlich alle 30 Jahre mal in einen Kübel geschmissen, alle Januare zusammen, alle Februar zusammen, einfach um das mal noch ein bisschen plakativer darzustellen. Es ist seit Jahren, nicht erst seit neuestem, ein sich wiederholendes Muster. Und wenn man sich dieses Diagramm hier anguckt, dann sieht man, dass in diesem Jahrzehnt, was ja jetzt nun 18 Monate jung ist, wir schon mehr Import-Export betrieben haben als in den ganzen 10 Jahren hier um die 90er rum. Das zur Problematik der Schweiz. Wie könnten wir als Firma helfen, das zu lösen? Wir haben natürlich das Portfolio unserer erneuerbaren Anlagen. Windmühlen, Wasserkraft sind wir noch so gern bereit, das bereitzustellen. In dem Produktkatalog kann man lauter technische Daten entnehmen. Das sind die Anlagen, die per Definition zero CO2-Emissions haben. In den anderen Bereichen, wenn man jetzt zu den Gas-Powerplants kommt, und wie gesagt, ich hoffe, ich erwecke nicht den Eindruck, dass ich hier einfach nur als fossil dastehe. Die neueste Anlagenklasse, die wir haben, ist die H-Klasse von Gasturbinen. Die wird bereits heute mit 50% Wasserstofffeuerung im Markt angeboten. Die Technologie lässt 100% Wasserstofffeuerung zu. Das ist nachgewiesen. Auch die anderen Gasturbinen haben hohe Anteile von Wasserstofffeuerung möglich schon heute. Alle Maschinen haben Dual-Fuel-Options. Das heißt, wenn die Frage sich stellt, ist es gasförmiger Brennstoff oder ist es flüssiger Brennstoff, für den ich auch Tanks in der Schweiz habe, ist das möglich, und die funktionieren auch alle mit Sustainable Air Fuel. Wenn man Wasserstoff oder Sustainable Air Fuel in den Mengen in der Schweiz beschaffen kann, soll die Technik dem nicht im Wege stehen. Das sind Kraftwerksanlagen, Großkraftwerksanlagen. Diese Anlage, Sie sehen die Megawattzahlen dort. Die neueste Gasturbine macht mehr als ein heutiger Reaktor, der in der Schweiz installiert ist. Also auch an den Stromzahlen kommen wir dorthin. Wenn es schnell gehen muss, sind die Aeroderivatives, also die abgeleiteten Flugzeugturbinen, die hinten statt Schub eben Strom erzeugen. Die kann man innerhalb weniger Monate installieren. Wenn also die Zeitschiene knapp wird und man muss die Zeit überbrücken, bis zu der man die nötigen größeren Kraftwerksanlagen, welcher Art auch immer, installiert hat, dann kann man die zur Not sogar auf dem Lastwagenanhänger in die Halle fahren und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten Strom in großen Mengen erzeugen. Die sind nicht ganz so effizient wie die fest installierten Großanlagen, aber wenn es schnell gehen muss und Bedarf da ist, ist das eine Möglichkeit. Dieses Slide hatte ich eben schon erwähnt. Wie hält man eigentlich den Kohlenstoff da aus der Verbrennung raus? Entweder gebe ich ihn gar nicht erst rein oder gucke, dass er aus dem Abgas rauskommt. Brauche nicht weiter darauf einzugehen. Die verschiedenen Technologien hatte ich schon erwähnt. Einfach die Frage immer, ja, wie fähig ist man denn heute schon mit Wasserstoff umzugehen?
Das sind 30 Jahre Erfahrung in der Gasturbine und Antriebstechnik mit Wasserstoff und wasserstoffreichen Brennstoffen. Von daher trauen wir uns zu, mit gutem Gewissen sagen zu können, an Kraftwerk soll es nicht scheitern, ob wir mit Wasserstoff, Sustainable Air Fuel oder so feuern. Wir sind parat, da bei der Dekarbonisierung mitzuhelfen. Das einige neuere Anlagenbeispiele aus verschiedenen Ländern der Welt. Kommerziell sind diese Projekte im Gange und die Anlagen laufen. Und würden uns freuen, wenn wir in der Schweiz da mitreden dürfen. In Summe, wie sieht die Energietransition aus unserer Sicht aus? Erneuerbare Energien absolut und sofort, das sehen wir genauso wie Sie alle auch. Dekarbonisierung mit Gas, also aus Kraftwerken, die heute schon bestehen oder aus neuen Kohlendioxid rausnehmen und starke Investitionen in das Stromnetz, den Stromhandel und der Umgang mit den Intermittent Resources, mit der Intermittent Erzeugung aus den erneuerbaren Energien, wird das Netz gewaltig unter Stress setzen. In dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. In den Folien sind noch einige Links zu unseren YouTube-Videos und Carbon Dioxide und Hydrogen Rechnern, die können Sie gerne nachverfolgen. Und wie gesagt, in dem Sinne herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie etwas bereichern können. Christian Verhoeven, herzlichen Dank. Ich glaube, wir nehmen auch bei Ihnen noch ganz kurz die Gelegenheit, bevor wir in unsere Verschnaufpause gehen, für ein, zwei Fragen, Kommentare, Feedbacks. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie das hören? Wir starten mit der Dame, bitte schön. Michelle ist unterwegs zu Ihnen mit dem Mikrofon, dann hören wir Sie auch zu Hause. Dankeschön, Miriam Sick, Energiedienst. Danke für den interessanten Vortrag. Welche Ziele hat denn GE als Firma bezüglich Dekarbonisierung? Wann will GE klimaneutral sein als Firma? Ja, also das Ziel haben wir uns selbst auf die Fahne auch geschrieben. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf. Ich meine 2040 wäre die Zahl, aber ich komme gerne nochmal auf Sie zu. Aber das sind verschiedenste Maßnahmen. Es ist die Stromerzeugung auf den eigenen Werkshallen. Es ist die Effizienz der eigenen Produktion, das anzustellen. Das sind im Wesentlichen die großen Pakete, die wir dort angehen. Aber können wir uns gerne im Detail noch. Ja, noch einmal Peter Quadri von Alpiq. Ich arbeite dort in der nuklearen Produktion. Und bei solchen Veranstaltungen spielt ja gerade in der Schweiz das Nukleare dann nicht immer wirklich in Zukunft noch diese Rolle, die ihr vielleicht doch auch zukommen könnte. Aber ich habe gesehen in einer Folie von Ihnen, dass da links unten diese Small Modular Reactors sind und das offenbar ein Geschäftsfeld von GE ist, das auch ausgebaut werden soll. Wo sehen Sie die Nukleartechnologie generell und speziell jetzt diese kleinen mittleren Reaktoren in Zukunft in der Dekarbonisierung? Ja, ich denke, die Frage muss man auch offen stellen dürfen. Viele, also die Diskussion ist sehr kontrovers. Einige Länder haben den absolut harten Nuklearausstieg beschlossen, andere Länder haben den auf Zeit befristet, andere sind große Fans von nuklearer Energieerzeugung. Also global und auch in Europa gesehen ist die Diskussion sehr divers, möchte ich mal sagen. Man muss der Nukleartechnik zugestehen, dass sie einfach heute schon CO2-frei ist. Wir haben ein Problem mit den Brennstoffen und der Entsorgung. Als GE glauben wir, und Sicherheit ist immer das große politische und öffentliche Thema auch, langfristige Entsorgung, Sicherheit der Anlagen. Wir glauben, dass gerade mit den Small Nuclear Reactors man im Sinne der Anlagensicherheit viel leisten kann, weil man die in kleineren Einheiten im Werk zusammenbauen kann und damit Anlagensicherheit auch liefern kann. Wir haben deshalb auch beschlossen, in diesem Energiebereich weiter tätig zu bleiben. Also wir glauben an eine mögliche Zukunft mit Nuklear-Energieerzeugung, aber es ist natürlich eine große öffentliche politische Diskussion, die es zu führen gilt und wo auch vielleicht Entscheidungen der Vergangenheit auf neuem Grund nochmal in Frage gestellt werden müssen. Die Entscheidung fällt vielleicht nochmal gleich aus, aber man muss die Frage sicherlich stellen dürfen.
Wir nehmen die Frage sicherlich zusätzlich mit ins Podium. Es gab den Artikel am 25.02.2022 von zwei Herren, die nachher hier auf dem Podium sind. Den einen kennen Sie bereits, Thomas Schmidt, Andreas Pauls, der auch gleich da sein wird. Sie haben geschrieben, Bashing einzelner Energieformen ist nicht sinnvoll, dass der Artikel in der AZ. Diese These, die nehmen wir mit in eine kurze Verschnaufpause, exakt um 2:50 geht es wieder weiter. Also tanken Sie etwas Wasser, tanken Sie Energie. Wir lüften hier einmal durch und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Wir haben den Saal, den Raum gelüftet, die Gedanken setzen lassen, natürlich in den vergangenen Minuten in der Pause. Und ich möchte Sie begrüßen zu unserem Podium und dafür ein ganz herzliches Willkommen, Daniela Dirkurtins, Geschäftsführerin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie. Schön, dass Sie da sind. Martin Neff ist da, Präsident von Core Global Head of R&D Transaction ABB. Oder ABB, wie es so schön heißt auf Deutsch. Ganz genau, Thomas Schmidt, den wir am Anfang bereits kennengelernt haben vom PSI, Andreas Pauls ebenfalls vom PSI, ebenfalls beide Co-Autoren des Artikels, den ich vorhin noch kurz erwähnt habe. Und Patricia Sandmeier ist da, Country Sales Manager von Hitachi Energy Switzerland. Wir haben einerseits die Möglichkeit, natürlich Fragen, die online gestellt werden, aufzunehmen, Fragen von Ihnen aufzunehmen. Ich werde die Fragen, wie gesagt, kurz wiederholen, dass die auch online im Stream verstanden werden. Der komplette Stream, das heißt das komplette Video, können Sie sich online natürlich nochmals anschauen. Auch alle Details zu den Slides sind darauf zu erkennen. Das ist natürlich möglich. Ebenfalls nebst unserem ohnehin schon sehr großen und hochkarätigen Podium hier vorne stehen uns natürlich auch Peter Richner, Christian Verhoeven und Pascal Previdoli zur Verfügung. Das heißt, da haben wir entsprechend alle mit dabei, dass das optimal funktioniert. Sie sind auch noch mikrofoniert. Falls Sie etwas sagen möchten, sich einbringen möchten, ganz kurz auch nach vorne kommen, dass wir Sie alle auch sehen. Wenn wir die letzten drei Referate anschauen, wo stehen wir heute? Wo drückt am meisten der Schuh? Wie viel ist Hoffnung? Wenn wir auf die Zukunft schauen, wie viel ist Einschätzung? Wie viel ist Bauchgefühl? Und wie viel haben wir wirklich im Griff? Wie schätzen Sie das ein? Momentan mit einer provokativen Frage zu starten. Daniela Dirkurtins. Also ich möchte das Wort von Pascal Previdoli aufnehmen. Ich glaube, Zeitenwende war da noch mit einem Fragezeichen verbunden. Aber wir sind wirklich in einer Art Zeitenwende. Wir haben jetzt lange über Klimaneutralität gesprochen als Ziel. Dieses Ziel sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Aber was wir wirklich in den letzten Jahren aus den Augen verloren haben, ist Versorgungssicherheit, 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 aber auch die Bezahlbarkeit, die Wirtschaftlichkeit unseres Energieversorgungssystems, das eben widerstandsfähig ausgebildet sein muss, das auch resistent ist gegen äußere Schocks, übrigens ein Forschungsprogramm, das das PSI auch unter seinen Fittichen hat, Schur, im Rahmen vom SWIT-Programm. Solche Dinge haben wir vergessen und das ist jetzt wichtig, dass eben so alte Gewissheiten hinterfragt werden und entsprechend challenged werden und eben hinterfragt werden. Werden Sie dann einmal kurz konkret, Sie haben gesagt, diese Resistenzen schaffen, diese Schocks, was heißt das ganz konkret? Gehen Sie da noch kurz ins Detail bitte. Also wir haben in den letzten Jahren, wenn ich mir so diese Energiestrategie 2050 Diskussionen anschaue, sehr stark auf Stromimporte gesetzt, im Winter gerade. Und das sehen wir jetzt, ja, das ist, haben wir seit dem Jahr 2000, hat immer auch einen bestimmten fossilen Anteil gehabt, wurde nicht in Frage gestellt, aber vor allem die Verfügbarkeit. Wir gingen immer davon aus, dass in Deutschland, Frankreich uns weiterhin genügend Strom liefern wird und haben eine Strategie entwickelt, die sehr stark eine einseitige Elektrifizierungsstrategie ist, die sehr stark auf einen Energieträger abstellt. Was wir brauchen, ist halt verschiedene Energieträger.
Das war ja auch, glaube ich, das Stichwort im Artikel. Auch wir brauchen einen Mix an Energieträgern. Wir brauchen sicher einen raschen Zubau von erneuerbaren Energien. Da haben wir vorhin auch bei Peter Richner das Stichwort mit den Zielkonflikten, die hier reinspielen. Es braucht da klar halt Entscheidungen, man muss Farbe bekennen. Zielkonflikte lösen sich nicht einfach per so auf. Ja, die Politik, es geht auch vor allem um Rahmenbedingungen. Mhm. Und vielleicht der dritte Faktor ist, wir brauchen ein resilientes Energieversorgungssystem, das auf verschiedenen Infrastrukturen abstützt. Also ein Gasnetzrückbau kann nicht ein Selbstzweck per se sein, weil ein Gasnetz, das kann man nützen, indem man es integriert denkt, indem man die neuen erneuerbaren Energieträger eben ins Gesamtsystem integriert und Stichwort Sektorkopplung, das sicher alle hier im Raum auch bestens bekannt ist. Gerade hier in der Stadt Bern haben wir noch ein Gasnetz, was an sich ausgelegt ist und noch sehr gut funktionieren würde die nächsten 20, 30 Jahre. Wir haben 20.000 Kilometer Gasnetz in der Schweiz. Und das funktioniert noch. Wir haben einerseits, Sie haben es gesagt, Herr Previdoli, wir haben Rechtssicherheit, wir haben Verträge mit dem Ausland. Können wir davon ausgehen, dass sich dann das Ausland in dem Moment, wo die Energie überall knapp wird, so habe ich Sie verstanden vorhin, die Energie wird nicht nur in der Schweiz knapp, sondern überall in Europa, haben wir wirklich Rechtssicherheit, wenn wir Verträge haben, dass man uns Energie liefern wird, dass diese Energie auch wirklich kommt, auch wirklich da sein wird? Also Die Herren, Sie dürfen auch und natürlich Patricia Sandmeier, aber ich möchte diese Frage dieser Rechtssicherheit, ist es eine effektive Rechtssicherheit oder ist es eine vermeintliche, Pascal Previdoli? Sie dürfen gerne auch dazukommen. Also ich habe nie gesagt, wir haben diese Verträge und die Rechtssicherheit. Wir sind im Moment dabei, Solidaritätsabkommen abzuschließen. Das ist ganz etwas anderes. Die laufenden Verträge, wenn dort Force Majeure geltend gemacht wird, wer weiß, was dann passiert. Wenn Deutschland kein Gas hat, ob ihr Gas verteilen könnt weiterhin. Also wieso sollte Deutschland uns noch Gas liefern, wenn sie selber die Industrie abstellt? Also die Verträge sind in diesem Fall dann, denke ich, dann etwas für die Gerichte, um die Schadenersatzforderungen zu diskutieren. Das klingt jetzt aber doch schon sehr pessimistisch in dem Moment. Für den Worst Case, wenn das Gas wirklich Also gilt es im Grunde genommen, wenn wir diesen Worst Case anschauen, diesen zu verhindern. Frage, wie verhindern wir diesen Worst Case? Und ich glaube, wir müssen kurz pessimistisch sein. Wie kommen wir dahin? Wir haben verschiedene Stakeholder, die zusammenarbeiten sollten, die zusammenarbeiten müssten. Also vielleicht muss ich habe eine vielleicht mikrofoniert, genau. Muss man sich überlegen, haben wir tatsächlich das Ganze auch konsequent durchdacht? Das ist auch eine Frage, die ich persönlich nicht beantworten kann. Aber wenn man ans Erdgas denkt, die chemische Industrie ist ein Erdgasnutzer. Die deutsche chemische Industrie braucht 15% vom deutschen Erdgas. Und gleichzeitig braucht man aber Erdgas für Wärme und als Energienutzung. Haben wir das bedacht? Weil unsere chemische Industrie oder pharmazeutische Industrie hängt indirekt nämlich an der deutschen chemischen Industrie, weil die Präkursoren herstellen für die Pharmaceuticals am Ende. Das heißt, wir sind indirekt hier in der Schweiz betroffen und die Frage ist, wie konsequent hat man das System eigentlich tatsächlich durchdacht, um eben die Konsequenzen zu erkennen, was passiert, wenn A, das hier passiert, was passiert dann tatsächlich auch bei uns und für unsere Industrie, auch wenn wir nur indirekt betroffen sind. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Das ist eine Frage, Frau Previdoli, ob Sie die beantworten können, weiß ich auch nicht. Ob Sie die Gedanken sich gemacht haben in der großen systemischen Betrachtungsweise. Ich glaube, darf ich versuchen, ohne Mikrofon? Nein, gerne mit Mikrofon, dass man uns online entsprechend auch hört. Das mache ich sehr gerne. Also Hitachi Energy, ganz kurz gesagt, wir sind die ehemalige Stromnetzsparte von der ABB, Industrieunternehmen, großes Unternehmen mit 3000 Leuten in der Schweiz. Was Sie ansprechen, Herr Richter, wir haben die Herausforderung, Sie sagen, wurde es initial durchdacht. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo Ursachen und Wirkungszusammenhänge komplex sind und dieser Sache, wo wir im Moment stehen,
einfach extrem schwer überschaubar sind. Wenn wir am einen Ort ziehen, was genau passiert auf der anderen Seite, ist enorm schwierig absehbar. Sie wissen, Net Zero, eine riesige Herausforderung aus Industriebetrachtung im Moment, was wir sehen mit der Rohstoffentwicklung, was das Ganze im Moment sehr verschärft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt einen speziellen Chip in der Kommunikationstechnologie für Industrie, für elektrische Anlagen. Da gibt es einen Verbundstoff, der entscheidend ist. Der wird von genau einer Fabrik in China hergestellt. Diese ist im Moment mit Covid down und wir haben global Lieferverzögerungen. Also das ist ein Beispiel, das war nicht vorhersehbar, hat aber einen Rieseneffekt auf die ganze Branche. Jetzt spreche ich damit nicht über Net Zero, sondern etwas, was natürlich das Ganze extrem verschärft, aber ein Beispiel zeigt, wo wir mit Ursache-Wirkungsbeziehungen im Moment stehen. Und ich glaube, was es hier jetzt einfach braucht, ist, was wir sehen von unseren Kunden, Energieversorgern zum Beispiel, die sich schon extrem stark international europäisch orientieren. Wir wissen, eine Swissgrid stimmt sich sehr intensiv mit den TSOs europäisch ab. Wir wissen, die anderen Energieversorger, die großen, die haben ihre Beteiligungen in Deutschland, in Frankreich etc. Und auf dieser Seite, wir können nicht einfach nur auf die Politik zeigen, wir sind die Dynamik in der Industrie, wo sehr viel Verantwortung im Moment auch getragen wird. Also wir müssen alle gemeinsam an einem Strick ziehen. Die Frage ist eben, wissen wir, was dieser gemeinsame Strick ist? Wenn wir diese Zusammenhänge noch nicht ganz vollständig verstehen, was brauchen wir, um dahin zu kommen? Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen und halt eben, wenn wir sagen, es gibt einen Verbundstoff, wir haben quasi ein Beschaffungsmonopol, wenn man so will, wenn dieser Verbundstoff nicht verfügbar ist, wenn diese Fabrik zu ist, aus was auch immer für Gründen, dann stehen sehr viele andere Player stehen still. Und genau solche Eventualitäten gilt es mit einzukalkulieren. Bleibt dann Net Zero noch realistisch, wenn plötzlich so viele Faktoren noch dazukommen, die man fast nicht mehr berechnen kann? Vielleicht erlaube ich mir den Kommentar. Ich glaube, viele dieser Systeme, sagen wir, haben wir zumindest in Ansätzen verstanden. Wir haben entsprechende Energiemodelle, wir wissen ungefähr, wie Dinge zusammenhängen. Was uns, glaube ich, fehlt, ist ein Konsens, was wir jetzt daraus machen. Also ich sehe ganz klar quasi ein Umsetzungsproblem. Wir sind uns ja nicht mal in der Schweiz einig, ob wir eigentlich tatsächlich Autarkie wollen oder nicht. Eben, wir reden von einer Importstrategie, gleichzeitig reden wir eben davon, dass wir selber lösen wollen. Da fehlt schlicht ein gesellschaftlicher Konsens. Ich glaube, das sieht man im Kleinen, wenn ich die Schweizer Energiepolitik anschaue, wo dieser Konsens fehlt. Aber das gilt auch im europäischen Bereich, im globalen Bereich. Jetzt, die Ereignisse des letzten halben Jahres haben einiges in Frage gestellt, was man vorher als gegeben genommen hat. Aber auch da wiederum, innerhalb von Europa sehe ich keinen klaren Konsens, wo wir hinwollen. Das gilt sowohl auf dem Energiebereich wie natürlich auch für uns in der Industrie. Wie gestalten wir unsere Wertschöpfungsketten? Woher haben wir unsere Materialien? Wir brauchen einen Konsens, damit wir wissen, wie wir weitermachen wollen. Aber den gibt es meiner Meinung nach nicht. Und hier wäre es insbesondere extrem wichtig, eben auch an die Politik, dass wir zumindest in der Schweiz uns mal einigermaßen einig werden, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben zwar theoretisch eine Energiestrategie, über die wurde abgestimmt, aber eben bei der Umsetzung sind wir eigentlich, naja, nirgends, böse gesagt. Sie sagen, es liegt an der Politik, diesen Konsens zu schaffen. Ist es nicht ein bisschen zu einfach, zu sagen, die Politik hat diesen Konsens zu schaffen? Es sind verschiedene Player, die hier mit on board sind. Wir haben die Wissenschaft, wir haben die Wirtschaft, wir haben die Zivilgesellschaft, die auch noch da ist. Ist es nicht zu einfach zu sagen, ihr müsst, ihr in Bern, liebe Politiker? Also die Politik, das sind wir alle. Ich denke nicht nur ans Parlament in Bern, sondern aber wir als Gesellschaft natürlich, wir müssen einen politischen Konsens machen. Und wenn sich da auch die Industrie einbringt, die Forschungsgesellschaft einbringt, das Wissen aktiv einbringt, dann gehört das alles dazu. Aber am Ende ist ganz, ganz nicht ein einzelner Aktor, der das definieren kann. Und ich denke, die Fragestellung eigentlich, die muss die Politik stellen, weil die wird am Schluss die Weichen setzen, indem sie die Rahmenbedingungen schafft. Wie kommen wir hier rascher voran? Wir haben es gesagt vorhin, auch bei Herrn Previdoli gesehen, wir haben ein träges System, ein System, das Zeit braucht, das gesellschaftliche Umdenken. Wenn Sie von der Politik sprechen, haben Sie gesagt, die Gesamtgesellschaft muss umdenken. Wie kommen wir hier einen zentralen Schritt vorwärts? Bis wann müssen wir diesen Schritt vorankommen? Wie schaffen wir es, aus dieser Dringlichkeit entsprechende Resultate zu schaffen? Ich weiß, es sind die unangenehmen Fragen, aber genau die müssen wir diskutieren. Nochmal ein Versuch.
Also ich habe da überhaupt, ich habe auf die Frage auch keine gute Antwort. Ja, wir dürfen ja die Ansätze auch diskutieren oder Möglichkeiten diskutieren. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich aus dem Bereich Kernenergie komme. Auch bemerkenswert, dass 2 von 3 Präsentationen heute das Wort Kernenergie nicht in den Mund genommen haben. Aber natürlich findet die Nagelprobe dann statt, wenn die gesamte Kraftwerkskapazität nicht mehr da ist. Das BFE geht in den letzten Analysen davon aus, dass es etwa nach 50 Jahren Laufzeit der Fall sein wird. Das wäre jetzt Mitte nächsten Jahrzehnts. Inzwischen denke ich mal, sind 60 Jahre vermutlich eher das Referenzszenario. Auch wenn man mit den Betreibern spricht, wird von 60 Jahren geredet. Und wenn ich jetzt mal eine vorsichtige Voraussage machen darf, und das ist nur eine vorsichtige Voraussage, die kann man gerne debattieren, wir werden weit lange darüber hinaus Kernkraftwerke betreiben, und zwar die existierenden. Das ist technisch möglich, und wir werden vermutlich in 20, 25 Jahren an den Punkt angelangen, wo wir vielleicht sagen, ist nicht ganz aufgegangen, die Rechnung. Und das ist meine vielleicht eher pessimistische Herangehensweise. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich jetzt aus dem Bereich Kernenergie komme, sondern es hängt damit zusammen, dass dieses wir schaffen das, das ist so dieser, den Spruch kennen Sie von Frau Merkel, oder? Wir schaffen das ist im Moment so ein bisschen das, was die Mentalität so etwas definiert. Und das macht mir offen gestanden etwas Sorgen, weil die Zahlen, die wir jetzt hier haben, die deuten nicht darauf hin, dass wir das einfach mal so links schaffen. Also ein Delta, eine Kluft zwischen Hoffnung und Realität. Das sehe ich so. Und ich meine, wir haben es ja vorhin auch schon gesehen im Vortrag von Christian, dass da eine enorme Kluft sich auftut. Und nicht nur wegen der Kernenergie, auch wegen fehlender Rahmenvertragsvereinbarung. Ich denke, das müssen wir uns schon genauer anschauen. Und ich tue mir schwer damit, da mit viel Optimismus ranzugehen. Ich möchte gerne zur Industrie übergehen. Wo kann die Industrie wie diese Debatte auch ankurbeln? Was braucht die Industrie, dass ihr noch besser funktioniert, noch mehr beitragen könnt? Gerne wieder mit Mikro, dass wir Sie auch hören. Stimmt, mit Mikrofon. Und Sie haben vorher nach den großen Schritten gesagt, und ich wollte schon das Mikrofon greifen und mit den kleinen anfangen. Jetzt haben Sie gesagt, was wir brauchen, vielleicht zuerst, was wir tun. Wie gesagt, wir sind 3000 Mitarbeiter in der Schweiz, knapp 40.000 global, neben neu Hitachi Energy, diese ehemalige Stromnetzsparte. Und Hitachi jetzt vom Konzern her sind es 380.000 Leute. Oder? Und ich glaube, das ist das auch mit dem Cappuccino-Beispiel, das Sie sehr schön gezeigt haben. Wir versuchen einfach da Vorbild zu sein, also eben das, was wir tun zuerst und dann nachher, was wir effektiv brauchen. Was wir tun im Kleinen ist einfach Walk the Talk, unseren Mitarbeitenden zu zeigen, keine fossilen Energien mehr einkaufen, sondern wirklich nur noch erneuerbare. Dann aber auch diese Lifecycle-Betrachtungen, die wir haben, mit zum Beispiel Recycling von unseren Baustoffen, aber natürlich ganz, ganz stark, und das ist dann 90% von dem, was effektiv dann unsere Energiebilanz ausmacht, was tun wir gegenüber Lieferanten und Kunden. Mit dem, was wir herstellen, die Energieinfrastruktur, Transformatoren, Hochspannung etc., unsere Anlagen, die sind 20, 30 Jahrzehnte im Einsatz. Und wenn es uns hier gelingt, Kunden zu überzeugen, eben von fossil auf elektrisch umzusteigen, schönes Beispiel zum Beispiel Anbindung Windparks international, die wir machen, aber auch in der Schweiz, ein Beispiel von einem Baustoffhersteller, sehr hoher Energieverbrauch, der hat jetzt von fossilen Energieträgern umgestellt auf elektrisch, wir könnten eine Schaltanlage verkaufen. Das sind die Beispiele, wo wir einen Impact erzielen können, indem wir unser Portfolio immer weiterentwickeln. Jetzt, was brauchen wir? Wir brauchen... Ganz kurz noch die Zwischenfrage. Kommt ihr, wir sehen teilweise, gibt es einen immensen Nachfrageüberschuss. Könnt ihr denn liefern? Sie haben es vorhin gerade selber gesagt. Das ist eine ganz unbequeme Frage. Ich weiß, es ist eine unbequeme Frage, aber damit kämpfen wir in allen möglichen Branchen und Industrien im Moment, dass die Nachfrage da ist. Wir tun das Richtige, wir sensibilisieren die Leute, und sobald sie dann wollen und bestellen wollen und umsetzen wollen, können wir nicht liefern, weil Supply Chain Probleme und. Können Sie liefern? Das tut wirklich weh, die Frage im Moment, weil wir leben diesen Boom, oder? Es geht allen gleich, aber erklären Sie mir es trotzdem bitte. Ein Jammern auf extrem hohem Niveau, weil wir als Lieferanten, wenn wir volle Fabriken haben, eigentlich ist es etwas vom Besten, was passieren kann. Es ist einfach dann schwierig, wenn wir Kunden enttäuschen. Was wir im Moment einfach sehen, ist dieser Boom, den wir sehen, infolge der Erneuerbaren, die eingespiesen werden. Wir brauchen ein stärkeres Netz. Der Energienix, wir haben die Bandenergie, wir haben die Variabilität durch die Erneuerbaren. Das führt zu einem Investitionsschub im Moment, den wir irgendwie stemmen müssen. Und jetzt, um unser Problem auf hohem Niveau anzusprechen, was wir im Moment spüren, ist,
die Kunden hamstern, was unser Problem extrem verschärft. Also man sieht, dass sich die Lieferzeiten immer mehr verlängern. Das führt dazu, dass Investitionsprojekte vorgezogen werden, was natürlich unsere Auslastungssituation noch einmal massiv verstärkt. Jetzt, was heißt das, was wir brauchen, um jetzt, wenn ich auf Ihre Frage kommen darf, die Sie vorher gestellt haben. Wir brauchen einen ganz intensiven Dialog in Bezug auf die Investitionspläne, die getätigt werden können. Weil nur dann können wir im Prinzip Kapazitäten aufbauen, dort, wo wir sie rechtzeitig brauchen. Dass wir nicht diese Problematik haben, wo wir im Moment drin stecken, dass wir eben einfach Engpässe haben, die nicht zu bewältigen sind. Und ich sage Ihnen, das tut weh, das sind jahrelange Projekte, Rahmenverträge, auf die wir hingearbeitet haben. Und jetzt sind sie ausgeschrieben von den Kunden im Rahmen des öffentlichen Beschaffungsprozesses und wir haben keine Kapazität. Oder da blutet mir als Verkaufsleiterin im Markt Schweiz das Herz. Was brauchen wir? Wir brauchen Dialog über Investitionspläne. Das sind, ich sage jetzt mal, natürlich dann Themen von unseren Energieversorgern. Dieser sehr enge Dialog, den führen wir. Investitionspläne, aber dann in Bezug auch von unserer Seite, dass angenommen wird, also dass man entgegennimmt, was die neuesten technologischen Entwicklungen sind. Wir haben öffentliche Ausschreibungsprozesse. Da ist immer die Frage, wie werden diese verschiedenen Technologien bewertet? Oder, und wenn die Bewertungskriterien relativ rigide sind, dann wird es schwierig bei uns, technische Innovationen einzubringen, zu positionieren. Wenn wir mit Unternehmervarianten anbieten können, dann haben wir zum Beispiel hier eine Möglichkeit, einen Spielraum. Und in Bezug auf die Klima- oder Net-Zero-Thematik angesprochen, wir sehen eine sehr positive Entwicklung, zum Beispiel mit Zertifizierungsthemen, die jetzt in Bewertungskriterien mit reingenommen werden. Also wir sprechen zum Beispiel von EcoVadis, was ein Zertifikatstandard ist, darüber hinaus mit Lieferketten, mit zum Beispiel Amfori BSI, was wir jetzt gesehen haben. Das ist etwas, wo wir dann auch reagieren können. Bitte kein Wildwuchs an Zertifikaten, die wir machen müssen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wie eben jetzt Net Zero mit in diese Bewertung mit eingebracht werden können. Ich möchte den Ball gerne Martin Neff. Ich möchte den Ball gerne noch kurz Martin Neff übergeben. Ich komme jetzt nicht mit der Frage, können Sie liefern, können Sie nicht liefern. Ich glaube, die Problematik ist überall dieselbe, aber es ist wichtig, dass wir diese Problematik auch verstehen. Dass die Ausschreibungen, wo wir jetzt gehört haben von Patricia Sandmeier, wir können teilweise neueste Technologien nicht mit einbringen, weil wir teilweise während im öffentlichen Beschaffungswesen bestimmte Technologien gar nicht ansprechen können und dürfen von den Prozessen her. Wie funktioniert das ganz genau? Was könnte, müsste da optimiert werden, dass wir vorwärts kommen? Also grundsätzlich, eben, ähnlich wie Hitachi, haben auch wir unsere eigenen Programme. Wir schauen auch, dass wir selber klimaneutral werden in unserer eigenen Produktion. Aber eben der große Hebel, den haben wir eigentlich bei unseren Produkten. Und wir schreiben uns ganz klar auf die Fahne Energieeffizienz, Elektrifizierung. Wir schauen, dass wir die besten Motoren, wir schauen, dass wir die besten Drives haben, Querbands haben, die besten Produkte. Die kann man aber nur verkaufen, wenn tatsächlich die Lifecycle-Kosten angeschaut werden. Weil häufig, ja, das beste, effizienteste ist halt bei der Anschaffung ein bisschen teurer. Meistens muss man nicht sehr weit rechnen können, damit man sieht, dass es sich eigentlich auszahlen würde. Jetzt bei den gestiegenen Energiepreisen erst recht nicht. Das, glaube ich, gibt vermutlich einen gewissen Boost auch für diese Überlegungen. Aber schon, halt schon so, dort, wo wir auch quasi bei öffentlichen Ausschreibungen da sind, da wird halt häufig der Anschaffungspreis sehr hoch gewichtet und das andere wird ein bisschen vergessen. Und da müssen wir natürlich auch unsere Kunden oder die Kunden unserer Kunden ein bisschen informieren. Hey, schaut bei der Ausschreibung aus, dass ihr eben nicht den Anschaffungspreis ins Zentrum setzt, sondern die kompletten Lifecycle-Kosten. Weil genau so bringt man die effizienten Produkte in den Markt. Und ich glaube, wenn hier auch das öffentliche Beschaffungswesen, gerade zum Beispiel, ich bin ja im Bahnbereich tätig, da sind sehr viele dieser Projekte öffentlich, wenn das im öffentlichen Beschaffungswesen entsprechend stark gewichtet wird, dann kriegt man auch diese Energieeffizienz hin. Und das sind dann nicht irgendwelche extra Kosten, im Gegenteil, man spart damit Kosten. Man muss einfach die Bedingungen so setzen, dass man eigentlich das Richtige tut und nicht zu kurzfristig optimieren. Aber grundsätzlich, sage ich mal, die Signale im Markt, die gehen eigentlich alle in die richtige Richtung. Natürlich, auch wir haben keine Freude an den hohen Energiekosten im Prinzip, aber gleichzeitig, ich glaube, jetzt gerade diesen Schub, den wir jetzt sehen, der bringt einiges zum Umdenken im Markt und ich glaube, das bringt uns weiter. Das öffentliche Beschaffungswesen, kann es sein, dass wir in der Wirtschaft, wir haben das verstanden, dass man sagt, man muss ein Produkt, das verstehen wir auch als Konsumenten, ein Produkt nicht nur aufgrund des Preises beurteilen, sondern wie lange
bei Gebäuden rechnet man nicht nur die Erstellung, die Planung und Bau des Gebäudes, sondern auch den Betrieb danach. Dasselbe, diese Lifecycle-Rechnung. Warum ist das im öffentlichen Beschaffungswesen noch nicht angekommen? Wie schaffen wir es da zu sensibilisieren, dass man sagt, ihr müsst doch schauen, dass wir mittel- und langfristig das Richtige tun und das kurzfristige Kriterium des Preises, das ist unter Umständen irreführend. Wie schaffen wir es da, ein Umdenken hinzukriegen? Vielleicht hier, wenn ich kurz beginnen kann. Zum einen, es ist aufwendiger. Es geht von Annahmen aus, zum Beispiel, wie entwickeln sich Energiepreise in der Zukunft. Man muss halt einen extra Effort machen. Es ist einfach einfacher, nur auf den Preistag zu schauen und zu sagen, okay, der Rest interessiert mich nicht. Aber es ist eine vollständige Lifecycle-Analyse ist aufwendig. Das braucht Zeit, das braucht Fachwissen. Geht nicht gratis. Und das ist im öffentlichen Beschaffungswesen nicht vorhanden, ist Ihre Unterstellung in dem Moment. Ich würde nicht sagen, dass es nicht vorhanden ist. Oder aber nicht ausreichend. Es wird halt gerne übersehen und dann geht es halt unter, dann fällt es unter den Teppich. Ja, Patricia Sammeier, ganz kurz gerne. Verstanden. Danke. Ich glaube, die Efforts sind groß. Oder so eine öffentliche Beschaffung, das ist ein horrender Prozess und Aufwand. Es fehlt die Erfahrung. Da müssen wir rein, da werden alle zusammen immer besser. Muss der Prozess selbst anders gestaltet werden, weil man darf ja bei einer bestimmten Phase nicht mehr miteinander reden, nicht mehr außerhalb des offiziellen Prozesses kommunizieren. Müsste man da einen integrativeren, neuen Prozess schaffen? Ich glaube, nein. Das würde es natürlich theoretisch manchmal ein bisschen einfacher machen, aber dann würden wir genau von diesen Prinzipien, die eben die öffentlichen Ausschreibungen ausmachen, würde man abrücken. Ich glaube, das kann man nicht sinnvollerweise fordern, aber es gibt eigentlich genügend Expertise im Land, es gibt an den Hochschulen genügend Experten, die das beurteilen könnten. Ich würde mal sagen, die Expertise eigentlich, wenn man die sich holt, dann ist die vorhanden. Man kann ja auch unabhängige Beratungsfirmen, Energiefirmen mit einbeziehen, wenn eine Ausschreibung gestaltet wird. Da spricht nichts dagegen. Das müssen nicht wir als dann künftiger Anbieter bereits da versuchen reinzugehen. Natürlich, wir können hier in solchen Rahmen diese Message platzieren, hey, schaut darauf. Aber klar, die Ausschreibungen, die können und wollen wir nicht mitgestalten. Das wäre nicht korrekt. Es ist online noch relativ ruhig. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wo brennen die Fragen? Wo raucht der Kopf? Bei wem? Wir starten bei Ihnen sehr gerne, sehr laut, dass wir Sie alle hören. Wo wir das gemacht haben. Und ich glaube auch, es ist eine nicht so gute Idee, das über den Staat umzubezahlen, muss ich ehrlich sagen, weil das ist sehr viel Geld und das wissen wir alle relativ zum Bundesbudget. Und da wäre meine Frage, oder was sind da wirklich Ansätze? Oder wer ist bereit, 10 Milliarden im Jahr zu investieren? Für welchen Profit? Welche Projekte haben wir? Nur als Beispiel, zu alle verfügbaren Wasserkraftprojekte, die man im Moment darüber diskutiert, der Bund ist etwa im Bereich von 10 Milliarden und 1 Gigawatt Leistung, oder? Das wäre dann ein Jahr, das wäre dann ein Jahr Investition, aber das wird 20 Jahre dauern, das zu implementieren. Wir müssen jedes Jahr müssen wir so viel investieren. Wir müssen uns fragen, wer investiert, unter welchen Bedingungen, sonst passiert von dem gar nichts. 10 Milliarden, wer investiert, unter welchen Bedingungen? Ich gebe die Frage in die Runde. Ganz kurz. Eine schöne Dynamik sehen wir zum Beispiel Elektrifizierung Transport. Wir gehen davon aus, in den nächsten 10 Jahren werden alle Dieselbusse durch elektrische ersetzt. Dieser Schub von uns elektrische Infrastruktur für Busse zum Beispiel, Depot oder die TOSA-Lösung in Genf, das sind wirklich die Busbetreiber, die hier vorangehen. Die haben natürlich die kantonale Unterstützung und die Bundesunterstützung, aber da läuft der Ball die Welle. Wir sehen Unternehmertum bei den Energieversorgern, die mutig sagen, Battery Energy Storage, große Energiespeicher rechnen sich zwar nicht, hochkomplex den Business Case zu kriegen, aber jetzt stellen wir einfach mal so ein Ding hin und machen das. Leicht daher gesagt, aber es gibt sie. Oder? Und das sind dann extrem spannende Showcases, Best Practices, wo wir internationale Erfahrung auch reinbringen können, internationales Expertenwissen
und dann multiplizieren, weil ich glaube, so funktioniert die Schweiz und unser Föderalismus. Zeigen, dass etwas funktioniert und dann will es multiplizieren. Flagship-Projekte, Proof of Concept, Martin Neff. Ja, ganz klar, die gibt es. Aber es gibt nicht nur die Flagship und Proof of Concept, sondern es gibt wirklich Umsetzungsprojekte. Ich meine, ich denke, ja, die Elektrifizierung des Verkehrs, das schreitet voran. Der Trigger im Privaten, der ist schon lange gesetzt. Wir sehen es auch in ganz anderen Bereichen. Klar, in der Schweiz, wenn ich jetzt von der Bahn rede zum Beispiel, da ist es eigentlich selbstverständlich, dass der Großteil bereits elektrifiziert ist. Es gibt trotzdem noch eine anständige Anzahl Diesel-Lokomotiven, die jetzt aber auch häufig auf Diesel-Hybrid umgebaut werden. Die Themen laufen auch. Aber gibt es auch andere Länder. Ich meine, Deutschland zum Beispiel ist auch heute noch die Hälfte des Schienenverkehrs nicht elektrifiziert. Die Dinge, die laufen, oder? Natürlich ist auch der Staat das Trigger da, aber es sind auch die Bahnbetreiber, also sagen wir halbstaatliche oder fast private Organisationen, da läuft was. In der Industrie genau dasselbe. Man hat heute ganz klar einen Druck von den Investoren, auch die sagen, ich will ein Unternehmen, welches sustainable sich auf die Fahne schreibt und es nicht nur in der PR-Abteilung macht, sondern auch tatsächlich umsetzt. Das wird heute gefragt und eben häufig rechnet sich es auch. Das heißt, ein Großteil dieser Investitionen, die geschehen heute in der Industrie, weil es Sinn macht. Nächste Frage kommt von Ihnen. Ich komme kurz Ihnen mit dem Mikrofon, dann hören wir Sie auch alle optimal. Entschuldigung. Also ich würde einfach nur anschließen wollen. Es braucht ein Gesamtsystemdenken. An dem leiden wir immer noch, dass wir so in verschiedenen Sektoren denken. Es braucht einen einheitlichen CO2-Preis. Besten Fall weltweit, der gewisse Preissignale halt aussendet und es braucht gleich lange Spieße, regulatorischen Rahmen, der Wettbewerb der Ideen letztlich halt unterstützt. Ja, ich würde gerne noch mal zu dem öffentlichen Beschaffungsrecht eine kleine Bemerkung und auch Frage machen. Also dieses Jahr wurde das öffentliche Beschaffungsrecht in der Schweiz geändert, das heißt Preis alleine zählt nicht, sondern eben auch Nachhaltigkeit. Man kann diese Kriterien jetzt wirklich auch explizit reinschreiben und bewerten. Frage, haben Sie davon schon was gemerkt? Und dann nächste Frage auch ans Podium. Die Lieferanten, die von denen jetzt hier zwei Vertreter stehen, können ja nicht unbedingt direkt Einfluss nehmen, dürfen sie gar nicht. Was ist mit den Wissenschaftlern und sonstigen Beratern. Können Sie da Einfluss nehmen? Also erste Frage war, hat man diese Veränderungen bereits bemerkt? Bemerkt man da bereits Konsequenzen, ja oder nein? Und wenn ja, welche? Ganz kurz, ja. Wir sind Kunden, die jetzt effektiv Kriterien eben zum Beispiel mit neuen Zertifikatsanforderungen reinschreiben. Ja, kann ich soweit auch bestätigen. Ich bin jetzt selber da weniger im Detail mit drin, aber Dinge wie eben zum Beispiel, dass Nachweise für Recyclability etc. immer mehr gefordert werden, das ist Realität heute, kommt. Beim Beschaffungswesen, bei den Ausschreibungen, das war die Folgefrage noch, da wo die Industrie keinen Einfluss nehmen darf oder nur beschränkt Einfluss haben kann, kann die Wissenschaft da mehr machen? Bestehen da zusätzliche Potenziale jetzt, wo ihr auch wisst, wo der Schuh drückt seitens der Wissenschaft für neue Technologien, seitens der Wirtschaft, Entschuldigung? Also ich glaube, es gibt möglicherweise Potenziale, die man bisher nicht nutzt, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, das ist jetzt nur eine Best-Guess-Antwort, ich glaube nicht, dass wir da so viel Einfluss drauf nehmen können. Wir können Informationen zur Verfügung stellen über Technologien und über Lifecycle Assessment, wie nachhaltig sie sind, was für CO2-Footprints etc. Technologien haben oder auch ein System generiert. Das sind Informationen, die wir zur Verfügung stellen können. Aber ob wir für spezifische Ausschreibungen, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ich habe da und da und da drei Technologien, kannst du uns das für uns rechnen? Dann können wir den Beitrag leisten, aber wir können den nicht a priori leisten für alles. Ist es da, wo du Potenziale siehst? Du hast vorhin gesagt, Das sind Potenziale, die bisher sicherlich wenig genutzt sind, jetzt spezifisch für einen öffentlichen Ausschreibungsprozess auf den bezogen. Grundsätzlich machen wir sowas natürlich und stellen auch Daten zur Verfügung. Durch Publikationen, durch Reports, White Paper, durch Projekte mit dem BFE, mit der Industrie etc. Also wir stellen die Informationen zur Verfügung.
aber bisher nicht spezifisch aus dem Aufschreibungsprozess bezogen. Du hast den Kopf geschüttelt vorhin, Andreas Paus. Wie schaut das aus? Nein, ich stimme da vollkommen überein. Ich meine, wir erfahren natürlich selbst im täglichen, im PSI-Alltag, wie komplex unsere Beschaffungsprozesse sind, dass wir da also nun selbst helfend eingreifen könnten und unseren Industriepartnern da unter die Arme greifen können, wage ich zu bezweifeln. Aber sicherlich, was Tom sagt, ist komplett richtig. Also wir haben natürlich die notwendigen Tools in place. Ja, dafür machen wir Energiesystemanalysen schon seit Jahrzehnten erfolgreich, die wir, wie gesagt, mit unseren Partnern teilen. Und ich denke, das ist die Handreichung, die wir der Industrie anbieten können. Ja, bitteschön, ich komme mit dem Mikrofon ganz kurz da bis nach hinten. Das schaffen wir doch. Und noch einmal, Peter Quade von Alpig. Ich werde nicht nach den Voten bezahlt, vielleicht das am Anfang. Ich habe am Anfang bei Pascal Previdoli die Frage nach dem Markt gestellt. Dann habe ich jetzt vorhin vom PSI-Direktor gehört, er hat etwas Angst, was die Verteilung dieser Milliarden anbetrifft. Also wie effizient verteilen wir die? Und ich bin schon auch der Meinung, wenn ich jetzt in Zürich für 8,40 Franken, glaube ich, einen Latte Macchiato bestelle, dann möchte ich auch einen Latte Macchiato erhalten. Und dann ist die Frage, was erhalte ich dann für diese 10 Milliarden pro Jahr? Und dann habe ich gesagt, ja, ist das jetzt der Markt oder ist das allenfalls Planwirtschaft? Und ich denke, wir sind hier in einem Forum, wo man eher denkt, der Markt könnte das allenfalls richten, dass das richtig verteilt wird. Aber wir haben jetzt hier Ingenieurswissenschaften, wir haben ein bisschen Sozialwissenschaften erwähnt, was ist man bereit zu zahlen. Was mir hier fehlt, sind jetzt die vielleicht Volks- oder Betriebswirtschaftler, die sagen, würde es beispielsweise tatsächlich etwas bringen, was auch schon erwähnt worden ist, wenn wir das Ganze über den CO2-Preis steuern. Also wir geben dem CO2 wirklich den Preis, den es verdient, und der müsste hoch sein, und dann regelt ihr das alles von selbst, mehr oder weniger, ohne dass es andere Trigger braucht. Sondern dann haben wir wirklich die Marktpreise, die richtigen Signale geben, um die 10 Milliarden zu verteilen. Vielleicht darf ich hier als Präsident der Eidgenössischen Energieforschungskommission antworten. Wir fördern sehr stark, dass eben auch die Forschung im ökonomischen, im sozialen Bereich, wie verhalten sich die Leute, dass das stattfindet. Und da findet auch einiges statt. Es gibt auch einige White Papers, die zum Beispiel im Rahmen der SCCRs geschrieben wurden, die da ein bisschen diese Fragen, sag mal, aufnehmen und auch beantworten versuchen. Ich glaube auch hier, häufig die Frage ist eigentlich gar nicht so groß. Das Problem ist, dass anschließend aufgrund der Ideologie entschieden muss, welchen Weg gehen wir nun ein? Und da fehlt wiederum der Konsens in der Schweiz. Ich glaube, die ökonomischen Modelle, was die verschiedenen quasi Investitionsimpulse auswirken, die Modelle im Prinzip, die existieren, die könnte man anwenden. Aber das braucht eben den Konsens. Das wäre ein gängiger Weg auf der Basis eines Konsenses. Daniele, also ich habe den CO2-Preis ins Spiel gebracht. Ich wurde vor Corona-Zeiten immer nach Deutschland und Österreich eingeladen, weil die Schweiz das einzige real existierende Beispiel eines Landes mit einer funktionierenden CO2-Abgabe ist. Hat man gemeint in Deutschland und Österreich. Und ich musste dann diese Illusion jeweils zerstören und sagen, ja, bei uns wird sie auch nur auf gewisse Sektoren angewendet. Aber das Grundproblem, wenn man eben, ich habe einen volkswirtschaftlichen Hintergrund, wir müssen in ein Gesamtsystem denken. Wir denken immer wieder in diesen einzelnen Energieträgern, einzelnen Sektoren, Wärme, Verkehr und so fort. Und das diesen Schritt haben wir bisher noch nicht geschafft. Und eigentlich glaube ich, das ist der zentrale Weg, wenn wir zu Netto Null übergehen wollen, eben aber unter Berücksichtigung dieses Zieldreiecks. Und das, glaube ich, das ist absolut zentral, dass diese Diskussion jetzt entsteht. Ich bin sehr stark momentan geprägt, wie mit Pascal Previdoli auch. Wir sind da sehr intensiv, auch kurzfristig unterwegs durch die aktuelle Versorgungssituation. Aber wir sehen auch, wo da eben die Grenzen sind. Wir brauchen diese breite Aufstellung, wir brauchen dieses Gesamtsystemdenken. Wir müssen vernetzen, dieses Gesamtsystem zusammenführen. Und ich möchte gerne das wirklich auch als Frage nehmen für eine ganz kurze Abschlussrunde. Und ich möchte gerne unsere drei Speaker von vorhin nochmals nach vorne bitten und Sie auch bitten, diese Frage noch mit uns zu klären. Was sind Next Steps? Was gilt es
zu tun, die nächsten drei Schritte, die wir andenken müssen, die wir kommunizieren sollten, um eben auch dieses Gesamtsystem zusammenzuführen. Ich gebe es ja zu, es sind Fragen, die wir diskutieren, da muss man auch mal kurz nachdenken und auch nachdenken dürfen. Und ich glaube, auch dafür sind wir da. Wenn diese Antworten zu schnell kämen, wäre die Frage, warum ist es noch nicht umgesetzt, die dann heilig. Christian Verhoeven, bitteschön. Ja, ich denke, einige Probleme liegen auf der Hand und müssen schnell entschieden werden. 2025 hat die Schweiz vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, den Strom zu bekommen, den wir heute einfach aus der Steckdose ziehen können. Also die Entscheidungen müssen getroffen werden. Das heißt, Entscheidungsfähigkeit ist mal das Erste. Das andere, was ich glaube, die Themen sind alle so komplex, dass sie politischer Natur, technischer Natur, ökologischer Natur und ökonomischer Natur sind. Deshalb hilft nur der Schulterschluss. Und was man als dritten Punkt nicht vergessen darf, insbesondere in der Schweiz, man muss auch einen Lösungsvorschlag liefern, der konsens- und mehrheitsfähig ist in der Schweiz. Und deshalb muss man zusammen der wählenden Bevölkerung erklären können, warum die nächsten Schritte die richtigen sind. Also Schulterschluss, Entscheidungsbereitschaft und Zusammenarbeit wäre mein Plädoyer. Dankeschön. Das Mikrofon gerne direkt weiter zu Herrn Previdoli, bitteschön. Ja, ich könnte es nicht schöner sagen. Ich denke, was wir auch einfach uns eingestehen müssen, ist, niemand von uns hat die Glaskugel. Das heißt, wir können nicht heute entscheiden, das Gefühl haben, diese Entscheidung ist für die nächsten 30 Jahre gültig. Oder? Sondern wir brauchen ein System, das auch gewisse Fehlertoleranz hat. Das ist, denke ich, ist wichtig. Dann müssen wir einfach mal loslegen. Uns würde auch etwas so Pioniergeist wieder guttun. Als mein Großvater an einem Stausee gebaut hat, wussten die dazu mal nicht, wie die Stromlandschaft aussieht im Jahr 2030. Und man hat es doch gemacht. Das denke ich. Und wir brauchen schon einen politischen Kompromiss, wo wir sagen, okay, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir eine sichere Stromversorgung wollen, wenn wir ein sicheres Energiesystem wollen, dann braucht es auch irgendwo Kompromisse in verschiedenen Bereichen. Es wurde heute mehrmals gesagt oder auch gefragt, Landschaftsschutz, Umweltschutz, ja, das muss man offen diskutieren und dann entscheiden, in welche Richtung das man geht. Und dann heißt es go. Schönes Votum. Wir haben alle keine Glaskugel, um auf Ihre drei Punkte, die nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben alle keine Glaskugel. Wir müssen zusammenarbeiten, Pioniergeist beweisen, auch wieder eine Fehlerkultur. Das heißt, wir können über einen bestimmten Zeitraum bestimmte Dinge ausprobieren auf dem richtigen Weg, müssen dann aber wieder rejustieren und feinjustieren, weil wir nicht von heute die perfekte Lösung haben für in 30 Jahren. Daniele Dekortins. Ja, vielleicht kurzfristig nächste Schritte. Wir haben uns in eine schwierige Situation hineinmanövriert, sei das beim Strom, sei das beim Gas. Wir sind nicht wirklich in der Schweiz auf Krisen ausgelegt und Krisenmanagement. Es geht sehr, sehr lange, bis wir zu Lösungen finden, wo das Handeln eigentlich angesagt wäre. Das ist Punkt 1 für mich, sehr geprägt durch die aktuelle Situation. Punkt 2, ich wiederhole mich halt, wir müssen aufhören, in einzelnen Energieträgern zu denken oder die Lösung nur vor allem in einen Energieträger die Hoffnung reinstecken und das Gefühl haben, wir bauen jetzt einfach viel Photovoltaik zu und dann löst sich das. Wir brauchen ein breit abgestütztes Energiesystem, entsprechend auch kein Denkverbot. Also das geht in die Richtung Kristallkugel. Wir wissen heute nicht, welche Technologien sich noch entwickeln. Das richtet sich auch an die Wissenschaft. Die Wissenschaft darf kein Denkverbot kriegen. Das sind sicher so die zentralen Punkte, also mal aus meiner Sicht. Breite schaffen, Möglichkeiten schaffen, Chancen und Potenziale schaffen, ja, anstatt jetzt bereits Chancen zu eliminieren, die Wissenschaft, ja, an sich schaffen könnte, mit der auch die Wirtschaft nachher arbeiten könnte. Also Horizont aufmachen, ja, und nicht künstlich einschränken. Und eben auch nicht ein Planwirtschaft ist vorhin als Stichwort gefallen. Auch nicht ein planwirtschaftliches System jetzt zu bauen, wo man weiß oder das Gefühl hat zu wissen, was 20, 30, 40, 50 das Richtige ist, sondern einen Regulierungsrahmen zu gestalten und eben halt mit Preissignalen zu arbeiten. Und da bin ich wieder beim CO2-Preis über alle Sektoren. Mhm.
Dankeschön. Wir kommen gleich zu Martin Neff, Daniela Dekortin. Sie müssen exakt um 16 Uhr los. Es ist jetzt exakt 16 Uhr. Es gibt einen riesen Applaus für Sie. Dankeschön, Daniela Dekortin. Sie hat extra für uns eine andere Sitzung nach hinten verschoben und kommt dann noch ein bisschen zu spät. Deswegen lassen wir Sie gehen und bedanken uns herzlich. Martin Neff, bitteschön. Ja, ich würde gerne meinen Vorrednern ein bisschen widersprechen. Wir haben eine Glaskugel. Zugegeben, sie ist manchmal ein bisschen unscharf, an gewissen Orten ein bisschen getrübt. Aber ich glaube, in der Wissenschaft, auch in der Energiebranche, sind wir vom Wissen sehr viel weiter als in der Umsetzung. Wir haben zumindest Technologien oder in gewissen Bereichen Ansätze von Technologien, mit denen wir wissen, wir können diese Energiewende, wie wir sie definiert haben, schaffen. Wir haben auch die ökonomischen Modelle, die das aussetzen können. Wir wissen theoretisch, wie wir den ganzen Strom die Energie verteilen können. Also ich sage mal, auf der Technologieseite sind im Prinzip alle Bausteine vorhanden, damit wir zumindest mal einen Schritt vorwärts gehen können. Selbstverständlich kommen neue Ideen, kommen neue Technologien, kommen neue andere Rahmenbedingungen, die dann ab und zu auch mal wieder eine Korrektur dieses Wegs erfordern würden. Aber grundsätzlich, eigentlich wissen wir genug, dass wir vorwärts machen können. Es gibt keinen Grund, dass wir uns immer dahinter verstecken. Ja, wissen wir, sind wir uns denn sicher? Nein, wir wissen eigentlich, wo wir hinwollen. Wir haben sogar einen Volksentscheid, der uns sagt, wo wir hinwollen. Aber trotzdem setzen wir es nicht um. Deswegen, ich würde sagen, nutzen wir doch die Glaskugel, die wir haben, setzen wir sie um. Und natürlich arbeiten wir auch daran, dass die Glaskugel noch schärfer wird, noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut. Aber eigentlich wäre alles da. Was braucht es für diese Umsetzung? Ich baue noch mal einen kurzen Satz. Was braucht es, dass wir das umsetzen können, was vorhanden ist? Wir müssen die Ideologie ersetzen durch Kommunikation, dass die Politik auf die Wissenschaft hört, dass die Wissenschaft die Probleme der Politik verstehen und aufnehmen, dass auch die Politik mit der Industrie redet, dass wir wieder konsensorientiert lösen. Es wurde schon gesagt, wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammen eine Lösung finden. Das muss stattfinden. Brise Sandmeier, wir bleiben da noch kurz bei der Wirtschaft, bei der Industrie. Ich bin absolut einverstanden. Oder ich glaube, wir haben eine hervorragende Ausgangslage. Wir haben einen extrem starken Industriestandort in der Schweiz. Wir sind es nur schon jetzt mit den Firmen, die hier vertreten sind. Wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit der Wissenschaft oder zum Beispiel mit den ETHs, Paul-Scheller-Institut, mit den Gastgebern von heute. Diese Ausgangslage ist fantastisch. Das Momentum ist noch da. Das Momentum ist noch nicht da. Und ich bin jetzt sehr provokant. Wir sagen, man muss oder wir müssen. Und vielleicht braucht es einfach am Schluss jetzt noch diese Zivilcourage und Verantwortlichkeit zusammen. Aber was heißt jetzt das? Wir reicht nicht, was mache ich und was machst du? Und jeder fängt an bei sich und nicht man muss einen Vorschlag machen, sondern wer macht jetzt genau diesen ersten Vorschlag? Wir steuern, ich sage es wieder wir, ich meine damit Hitachi Energy, ich mit meiner Firma in diesem Sinne. Wir haben die Technologie, die Gesprächsbereitschaft. Wir haben mit dem Social Innovation Business zum Beispiel vom Hitachi-Verbund neu auch ein Finanzierungsgefäß, wo wir sagen, wir wollen wirklich, ich und meine Firma, wir wollen wirklich, um beim Ich zu bleiben, konkret umsetzen und legen auch Geld dafür in die Waagschale. Oder, und ich glaube, jeder und jede hier von uns muss sagen, vom Mann und vom Frau und vom Wir sagen, und was ist konkret mein Beitrag und mutig sein. Mutig sein, visionär sein, das nehmen wir somit auf. Also drei Dinge. Bitte, Richter. Das erste, das ist sehr kurzfristig. Wir müssen schauen, was wir im nächsten Winter machen. Und ich glaube, wir haben enorme Effizienzpotenziale, die wir überhaupt nicht ausgeschöpft haben. Insbesondere im Gebäudebereich, ich mache zwei Beispiele. Ein Mitarbeiter von uns wohnt in einer Überbauung mit etwa 30 Reihen Einfamilienhäusern, identisch, und er ist dort für die Energieabrechnung zuständig. Die Spanne des Energieverbrauchs ist mehr als ein Faktor 3. Mehr als ein Faktor 3 bei identischen Gebäuden. Und das ist nicht so, dass der mit dreimal mehr jetzt wirklich fast noch friert, wenn er etwas zurückgehen würde. Zweitens, wir haben Zehntausende von Ferienwohnungen in den Bergen, die durchs ganze Jahr durchgeheizt werden, mit einer Belegung von vielleicht 5-10%. Also das sind mal die ganz einfachen Dinge. Einfach um Druck aus dem System zu nehmen im nächsten Winter. Wir müssen solche Dinge tun. Das Zweite, natürlich, es gibt
denke ich, große Firmen wie ABB und Hitachi, die sehr viel Forschung machen, sehr viel entwickeln, die den Kontakt zur Forschung haben. Wir als Forschungsanstalten, wir müssen unbedingt schauen, dass wir einen noch viel besseren Kontakt zu den KMUs bekommen. Wir haben so viele Resultate bei uns einerseits und andererseits die KMUs so viele Dinge, die sie auch treiben, die wir miteinander eben in zukunftsträchtige Lösungen überführen könnten. Wir müssen diesen Innovationsschub hinkriegen und der wird auch wirtschaftlich einen Impact haben. Und das Dritte, da schließe ich an, was Daniele gesagt hat, CO2 braucht einen Preis. Ich hatte die Chance, mit Gianni Aperto zusammen vor etwa 3-4 Wochen in der NZZ einen Vorschlag zu machen, ein CO2-Gesetz mit 4 Artikeln. Mehr braucht es nämlich gar nicht. Und wir haben das als Gedankenanstoß formuliert und zu meiner nicht geringen Überraschung hat Gerhard Pfister, der Präsident der Mitte, das mittlerweile 1:1 in eine parlamentarische Initiative umgemünzt und die eingereicht. Ich hoffe, die kommt durch. Das ist mal eine erste Handlung. Wir kommen zu unseren beiden Gastgebern, Andreas Pauls, Thomas Schmidt. Aus eurer Perspektive, was nehmt ihr mit? Ich ändere die Fragestellung ein bisschen. Was nehmt ihr mit aus dem heutigen Nachmittag für euch? Was nehmt ihr mit für die einzelnen Stakeholder, die wir haben auf dem Markt? Also es hat sich wieder bestätigt. Ich meine, die Herausforderung ist enorm. Das ist uns allen hinlänglich bewusst. Ich denke, also der Wille zur Kooperation, also zwischen Politik, Forschung und Industrie, ist immens wichtig, weil ich glaube, da fehlen noch einige Links zwischen den Stakeholdern. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Glaskugel zurück. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, muss ich sagen. Also ich persönlich glaube, die Glaskugel könnte noch besser werden. Und insbesondere auch deswegen, weil ich schon feststelle, dass am PSI zum Beispiel haben wir hochwertige Daten. Unsere Modelle haben wirklich auf hochwertigen Datenbanken gegründet. Nichtsdestotrotz finde ich Studien, selbst im ETH-Bereich, die zum Teil im eklatanten Widerspruch sind. Und das auszugleichen, das wäre schon mein Wunsch, dass es einem wirklich gelingt, einen breiten Konsens im Bereich Energiesystemmodellierung zu finden, der dann wirklich die Glaskugel durch was Besseres ersetzt. Im Moment ist es immer noch Glaskugellesen und ich bin im Prinzip bei dir. Ich weiß aber auch, dass die Kakophonie von unterschiedlichen Modellen für Politiker mindestens verwirrend ist und garantiert nicht dazu angetan, Vertrauen zu schaffen. Und das ist vielleicht auch noch ein Appell hier an die ganze Runde, sich anstatt ja wirklich kleine Modelle zu bauen, die am Ende immer auch nur beschränkte Aussagekraft haben, dass es uns irgendwie gelingt, in der Schweiz zusammenzuspannen und dass man ein Modell baut und nicht 10 widersprüchliche Modelle. Und das die Vision so schärfen, dass sie auch von Politikern und von der Gesellschaft auch verstanden werden wird, kann, oder? Weil das ist dann natürlich dann der nächste Schritt. Also das Verständnis, also auch ich tue mir schwer, manchmal die Analysen zu verstehen. Da bin ich froh. Vielleicht bin ich auch zu sehr Fachidiot, das mag sein. Aber ich glaube, das ist ein Schwachpunkt und ich glaube, das würde uns gut zu Gesicht stehen, wenn wir uns das mehr anziehen würden und vielleicht eine viel breitere Kompetenz in dieser Beratung aufbauen können. Danke dir herzlich, Thomas. Also was nehme ich mit oder was sind meine Gedanken? Also ein Gedanken, der mir klar ist und der mir schon seit langer Zeit eigentlich klar ist und ich wiederhole das auch immer wieder und wurde heute Nachmittag wieder eigentlich bestätigt. Wir werden das Energieproblem nicht in der Schweiz lösen. Und es wird auch Deutschland nicht alleine lösen und es wird auch Frankreich nicht alleine lösen, sondern, und da gehe ich mit dem Schulterschluss, den du, Christian, vorhin angesprochen hast, der Schulterschluss muss nicht nur innerhalb der Schweiz passieren, der muss innerhalb von ganz Europa passieren, weil wir werden es nur Net Zero am Ende flächendeckend werden wir nur auf europäischer Ebene schaffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Argument, dass man auch den Schulterschluss mit den Nachbarländern und mit der EU sucht. Speziell wir in der Rolle, wie die Schweiz ist, brauchen diesen Schulterschluss mit der EU. Und ich glaube, ohne den tun wir uns hier doppelt schwer. Dürfen wir auch mit Vorreiterprojekten, mit Best Practices, dieser visionäre Antreiber sein, auch innerhalb von Europa? Ist das eine Rolle, die die Schweiz auch einnehmen dürfte, aus deiner Sicht? Ja. Warum nicht? Also es geht nicht darum, dass ein großes Land die Vorreiterrolle übernehmen muss, sondern es geht darum, dass ein Land, wo die Innovationen und die Entwicklungen stark sind, die Vorreiterrolle übernimmt. Und da kann sich die Schweiz
glaube ich, nicht verstecken oder brauchst dich nicht verstecken hinter den anderen europäischen Ländern, sondern eher die anderen europäischen Länder hinter der Schweiz. Das nehmen wir so als ermutigendes Statement entsprechend mit aus dem heutigen Nachmittag. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Nachmittag hier waren. Es geht mit Gesprächen weiter im unteren Stockwerk mit Aperitif und allem, was dazugehört. Sie alle sind auch noch mit von der Partie und wir freuen uns da auf einen spannenden Austausch. Danke für Ihr Interesse, danke, dass Sie dabei waren im Namen des PSI. Danke allen, die online zugeschaltet waren bzw. den Livestream im Nachhinein noch anschauen. Jetzt wünschen wir Ihnen einen spannenden Austausch, einen vergnüglichen Abend und noch einmal einen Riesenapplaus für alle Referentinnen und Referenten. Danke für Ihr Vertrauen, danke, dass Sie sich auch exponieren mit Ihren Meinungen und das hat einen großen Applaus verdient. Dankeschön. We'll be right back.